Es gibt kein Google Hangout irgendwie mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es jetzt über eine Stunde probiert. Wir warten auf Instagram aus. Irgendwas hat bei dir noch eine unglaubliche Rückkopplung. Hörst du das auch? Das wird wahrscheinlich ich sein. Warte mal kurz. Vielleicht ist es gut, wenn ich auch hier den Stöpsel reinmache. Nur ist die Kameraführung dann so blöde. So, hallo. Ist jetzt besser? Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist doch super. Und jetzt teilen, oder vielleicht bin es auch ich. Holt euch beide Kopfhörer. Ja, Jasmin, das sagt sie so leicht. Ich glaube, ich habe gar keine Kabelkopfhörer. Aber jetzt muss es besser gehen, weil jetzt habe ich einen Kopfhörer. Wirklich? Bin ich auch besser? Ja, ich glaube, ich bin auch besser. Okay, Jasmin hat gerade den Hinweis gegeben, nur eine Stunde. Zur Not müssen wir halt zwei machen, das ist jetzt auch egal. Müssen wir jetzt durch. Ja, also ich habe jetzt fast zwei Stunden an der Technik, bin ich verzweifelt, es tut mir sehr leid. Ich hoffe, dass ich das hier alles dann irgendwie abspeichern kann und auf YouTube hochladen kann. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ja, also ich möchte heute vorstellen, herzlich willkommen, den lieben Björn Lauer. Hallo. Schon groß angekündigt vom Buchhändler zum Juror des Deutschen Buchpreises und ich freue mich mega. Und ich lasse mich jetzt nicht trüben über die Freude und den Ärger, den ich die letzten zwei Stunden hatte. Und freue mich so, dass du heute hier bist. Dankeschön, ich freue mich über die Einladung. Ja, wie geht's dir? Eigentlich ganz gut. Mir ist nur gerade noch eingefallen, ich glaube, ich muss noch ein bisschen schauen, dass ich Strom auf dieses Handtelefon kriege. Von daher, wenn du einen kurzen Moment wartest. Ja, ich beschäftige die Leute hier schon. Ja, also wenn ihr natürlich Fragen habt zum Deutschen Buchpreis und ähnlichem, stellt die gerne. Ich suche hier unten, das Chatfenster ist relativ klein hier. Ich bin auch Storys nicht so. Hallo Kerstin. Hi Tanja, ja, wir versuchen hier unser Möglichstes. Es ist nicht so schön, glaube ich, wie auf YouTube. Aber ich hätte es gedacht, fast geschafft zu haben, als ich uns beide im Bild wieder hatte, aber es ging dann doch nicht. Und leider war der belesene Björn auch nicht die große Hilfe, was die Technik angeht. So, jetzt habe ich Strom. Das ja ich auch. Okay, aber wir sind ja spontan und haben jetzt einen schönen Donnerstagabend. Genau, so machen wir es. Ja, heute geht es ein bisschen um den Deutschen Buchpreis, um den Buchhandel, ums Lesen, um alles, was uns irgendwie bewegt. Und ich denke, wir fangen auch direkt einfach mal an. Björn, woher kennen wir uns? bei meinem letzten Hangout. Ich habe bisher nur einmal in meinem Leben ein Hangout gemacht und das war mit den Kingsianern damals in der Buchhandlung Hugendubel in Frankfurt im Steinweg. Da habt ihr euch getummelt und habt die ganze Nacht irgendwie ein Hangout gemacht und weil ich beim Hugendubel in Frankfurt Abteilungsleitung Marketing bin, hab ich euch beaufsichtigt und geguckt, dass ihr nicht so viel Quatsch macht. Es hat überhaupt nichts gebracht, wie wir alle in dem Hangout sehen können. Richtig, genau. Ja, das war auf jeden Fall sehr cool. Also du hast da wirklich eine ganz große Hilfe beim Hangout und überhaupt so beim Planen. Und ja, das war echt cool. Daher kennen wir uns, ja. Ganz genau so. Ja. Wie bitte? Schon wieder so lange her. Gleich wieder. Wie lange ist das her? Das ist anderthalb Jahre, würde ich behaupten. Juni letzten Jahres, glaube ich, war es. Oder okay. Mai? Ja, Mai war es, glaube ich, gewesen. Mai, wenn ich mich recht erinnere. Und du hast dich kaum verändert, Björn. Im Gegenteil zu mir, ne? Du siehst vollkommen anders aus. Oh. Ja. Oh, Moment, ich muss gleich noch mein Handy hier leise machen. Okay. So, genau, weil sonst piept es hier wahrscheinlich ständig. Ja, hier wird schon geschrieben, oh, der Hangout und die ganze Hugendubel-Aktion war klasse. Ja, fand ich auch. Hat mir auch sehr gut gefallen. War ein Spaß, ja. Sehr lustig.
Fand ich auch, ja, auf jeden Fall. Ja, warum machen wir diesen Hangout? Ich bin neugierig. Ich kannte noch nie jemanden, der Juror beim Deutschen Buchpreis war. Und genau aus diesem Grund sind wir jetzt heute hier. Ja, das passiert. Wie bitte? Warum bist du beim Hangout dabei? Warum ich mitmache? Weil ich nett gefragt worden bin und ich bin jemand, der sagt eigentlich meistens ja, wenn ich gefragt werde. Und von daher, und ich finde sowas ja eigentlich auch spannend auf eine Art und Weise, weil dieses, also ich bin tendenziell interessiert an den neuen Medien, wenn man es so nennen darf, als alter Mann. Ich bin wirklich sehr, sehr interessiert daran. Aber ich kenne die auch nicht so viel aus. Also von daher, das ganze Problem, was du eben hattest, das verstehe ich ja noch nicht mal annähernd. Und dementsprechend finde ich es eigentlich einfach nur spaßig und interessant, mal zu sehen, wie sowas funktioniert und was man da so machen kann. Schlicht und einfach. In dem Fall, wie es heute nicht funktioniert, ne? Also. Ja, denn man weicht dann einfach auf Instagram aus und genug Leute kriegen es mit und kommen dann halt auf Instagram vorbei. Ist doch auch cool. Ja, also, ja. Dass wir es wirklich noch im Nachgang auch irgendwie auf YouTube bringen. Für die Ewigkeit festhalten. Für die Ewigkeit, genau. Ja. Ja, magst du ein bisschen was zu dir erzählen, Björn, wer du bist? Also das wissen wir jetzt schon, aber dein Werdegang so ein bisschen. Wie kamst du zu Büchern und Hugendubel und zum Buchpreis? Also, ich bin der Björn, um es damit mal anzufangen. Und wie bin ich zu Büchern gekommen? Ich habe früher als Kind eigentlich fast gar nicht gelesen und eher nur Comics, ehrlich gesagt. Und oh, jetzt wird es ganz laut, gell? Jetzt habe ich so ein, also in meinem Ohr. Ja, super. Auf jeden Fall, wie war's denn? Genau, ich habe als Kind praktisch gar nicht gelesen und dann bin ich irgendwann mal nach der 10. Klasse habe ich überlegt, dass ich mal für ein Jahr nach Australien gehen könnte. So dieses in der Gastfamilie leben, anderes Land und so weiter. Und oh, da war eine Katze. Entschuldigung, ich kann es nicht kommentieren, es tut mir leid. Und da bin ich ein Jahr nach Australien gegangen und dort habe ich dann erstmal so eine Rundreise mit anderen Austauschschülern gemacht und da war einer dabei, der hatte ein Buch sich gekauft und hat sich gedacht, oh, ah, die Ava schaut schon zu, Entschuldigung, hallo Ava. der hatte ein Buch dabei und da dachte ich mir, oh, das klingt aber total interessant und dann habe ich das gelesen und habe gedacht, oh, das kann Literatur. Und von da an habe ich sozusagen die ganze Zeit weitergelesen in Australien und von da an nie wieder aufgehört. Und das Buch, was ich damals gelesen habe, war Still Life with Woodpecker von Tom Robbins, was heute wahrscheinlich keine Sau mehr kennt, aber was ein sehr, sehr amüsantes, skurriles Buch über eine Liebesgeschichte in einer Zigarettenschachtel ist. Ganz genau. Ja, ist so. Ist so. Und von daher, oh hier, jetzt schaut auch Isa Bock dann zu. Hallo Isa. und auf jeden Fall, dann habe ich mir, dann habe ich Abi gemacht und habe halt so überlegt, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben und habe halt erstmal einen Zivildienst gemacht und der war bei einer Schule für Lern- und Körperbehinderte und dann habe ich das so gemacht und habe überlegt, na, studieren möchte ich nicht wirklich, das ist mir zu theoretisch, ich wollte irgendwie lieber was machen, was mit dem Leben mehr zu tun hat und dann habe ich gedacht, werde ich halt Buchhändler und habe mich dann 1997 bei Hugendubel beworben, habe dort meine Ausbildung angefangen und bin dann, ehrlich gesagt, einfach dort geblieben. Die erste Station, die ich dort hatte, war die Belletristik und der Chef dort hat damals gleich gesagt, wenn du möchtest, kannst du nachher bei mir gerne anfangen. Und das habe ich dann gemacht und dann über die Jahre hat sich das halt so weiterentwickelt, dass ich unterschiedliche Bereiche eingekauft habe und das ist dann mittlerweile so, dass ich den Einkauf für die komplette Belletristik mache, für, also Hardcover-Belletristik, Taschenbuch-Belletristik, Philosophie-Geschichte,
Was mache ich noch? Kochbuch, dann mache ich Hobby, da bin ich ganz schlecht drin. Das englische Buch und die Top-Titel betreue ich. Und weil das alles nicht genug für mich war, habe ich dann irgendwann gedacht, ich mache auch das Marketing noch und seitdem mache ich auch noch die Veranstaltungen bei uns in Frankfurt. Und so bin ich bei Büchern gelandet. Und ich meine, der Tag hat ja nur 24 Stunden. Hast du eine Zeit, oder wie machst du das? Also ich bin jemand, der sehr gut organisiert ist, schlicht und einfach. Also ich bin so, dass ich alles sehr genau plane und im Grunde dass ich alles sehr genau plane und im Grunde sehr präzise arbeite einfach. Ich bin sehr, sehr organisiert und letztlich sage ich immer gerne, im Grunde ist es so, wir haben genug Zeit zur Verfügung, wir müssen sie nur gut nutzen, schlicht und einfach. Hast du recht, ja. Ja. Hier kommt eine Frage, ob der Einkauf bei Hugendubel zentralisiert ist? Ja und nein. Also es ist so, es gibt einen zentralen Einkauf, der sich sozusagen um die ganzen großen Titel mehr oder minder kümmert. Aber es ist auch so, dass wir lokal agieren und will heißen, manchmal sagt die Zentrale bei einem Titel XY, kriegt ihr erstmal so und so viele Exemplare. Und dann gucken wir nochmal in Frankfurt drüber und denken, ich glaube, wir bräuchten ein paar mehr und dann bestellen wir halt noch was mehr. Das ist das eine. Und dann gibt es noch einen lokalen Einkauf, wo wir dann sozusagen auch schauen, dass wir einkaufen, was wir denken, was noch für unsere Kunden interessant ist. Sehr cool. Mhm. Ja, so ist es. Also von daher, es ist bei uns so eine Mischung aus zentralen und lokalen Einkauf. Ja, aber ich glaube, die Mischung macht es auch so ein bisschen besonders. Also ich fand das letztes Jahr bei euch ja auch richtig aufregend, nicht nur wegen der Aktion selbst, sondern auch einfach, wie das so gestaltet war, wie uns das auch als Kingsianer so erklärt wurde und wie der Ablauf so erklärt wurde und wir das so mitbekommen haben. Also es hat schon einen etwas spezielleren, eigenartigeren, im positiven Sinne Eindruck so gemacht, wo man sich halt dann auch einfach so denkt, ja, das hätte ich halt auch gar nicht erwartet, ne, von so einer großen Buchhandlung. Ja, wir versuchen da halt doch sehr viel Individualität mit reinzubringen, ehrlich gesagt. Ja. Also das war auch so mein Gefühl von der kurzen Zeit, die wir ja als Kingsianer auch nur da waren. Wir sind stets bemüht. Ja. Ich habe mir dann schon gefragt, was bei dir hinten alles so Schönes steht im Bücherregal. Ja. Schöne Bücher. Nur schöne Bücher. Also das, was direkt hinter mir ist, mit den weißen Rücken, das ist die Manesse Bibliothek der Weltliteratur, die ich sehr, sehr gerne habe und sehr gerne sammle. Das ist eine Reihe von Büchern, die in einem recht kleinen Format sind, aber in der ganz tolle Texte versammelt sind, der Weltliteratur. Und das ist das Schöne an der Manesse-Reihe. Da werden sozusagen alle möglichen Länder sich angeschaut und also nicht nur die nicht nur große Weltliteratur angeschaut. Das heißt, wenn, was weiß ich, die russischen Klassiker sind dann nicht nur Tolstoi und Dostojewski, sondern dann wird auch so ein bisschen ins Land reingeschaut. Russland war jetzt ein richtig blödes Beispiel, weil da fällt mir kein gutes Beispiel bei Manesse ein, wo die was anderes, obwohl Odojewski zum Beispiel haben die bei sich. Und dementsprechend ist es halt einfach ganz toll, weil man da ganz viele sehr ungewöhnliche Texte der Weltliteratur finden kann, die halt ein bisschen anders sind. Also da gibt's, also was weiß ich zum Beispiel, ich hatte es dir neulich, als wir schon drüber sprachen, habe ich dir davon erzählt, zum Beispiel gibt's da Runar Schild, ein finnlandschwedischer Autor, den keine Sau kennt und der einfach eine tolle Schnittstelle zwischen der russischen und der europäischen Romantradition ist. Und dementsprechend kann man da ganz viel Tolles finden. Aber hier da drüben habe ich auch ein bisschen mehr, teilweise auch Gegenwartsliteratur, wenn man das mal so sehen möchte. Aber da an der einen Stelle, warte mal, jetzt muss ich das mit dem Finger hinkriegen. Das hier ist natürlich auch ein bisschen Nabokov-Werkausgabe. Hier weiter oben sehen wir ganz viel Andreas Meyer, den ich sehr gerne mag, gleich neben Thomas Mann, der da ganz viel steht. Da haben wir ein bisschen Kafka. Und hier zum Beispiel Hans Kailsson, den ich sehr, sehr schätze. Ein sehr toller
Schriftsteller, der gerade erst vor kurzem gestorben ist, aber der sehr ganz verknappt wunderbar tolle Geschichten erzählt. Psychologe, der, ich glaube, sogar Erste und Zweite Weltkrieg miterlebt hat. Ganz spannender Typ. Sehr empfehlenswert ist da der Text, Da ist ein Haus. Das nur nebenbei. Es wird direkt notiert. Sehr gerne. Das muss sein. Hier ist eine relativ lange Frage, die ich nicht sehen kann. Kamen die Kingsianer auf Hugendubel zu oder umgekehrt? Ja, also Hugendubel hat uns damals angesprochen. Das ist ja jetzt auch schon fast 2 Jahre her. Ob wir da gerne als Vierertrupp mal unterwegs sein wollen. Und schwupps waren wir bei Hugendubel. Einmal in Frankfurt und einmal in Berlin. Und Frankfurt, ich glaube, da wären wir auch nicht abgeneigt, nochmal vorbeizuschauen. Ach so. sorry für die Neugier, aber das selbst in der Buchhandlung und würde töten für die Kingsianer in unserem Laden. Na dann, schreib uns doch einfach mal eine Mail. Also töten musst du niemanden. Ich glaube, wir kommen auch ganz gut. Also wie bei Hugendubel halt. Ja, also schreib uns gerne mal eine Mail. Also da können wir uns bestimmt irgendwie mal austauschen. Sind wir, glaube ich, als Kingsianer vollkommen frei. Und ja, je nachdem, wo deine Buchhandlung ist, wenn sie am Meer liegt, ich glaube, dann kriegst du uns schneller, als wenn du mit keiner. Jetzt sag nichts Falsches. Ja, ich weiß auch nicht. Es fällt mir keine schlechte Stadt ein. Ja, und dann bist du jetzt im Grunde eigentlich Buchhändler, um mal so weiter zu spinnen. Und bist dieses Jahr Juror beim Deutschen Buchpreis. Ganz wie wird genau denn sowas? Wie kommt man denn dazu? Also im Grunde, ganz ehrlich, ist es Glück und die richtigen Menschen kennen, um ganz ehrlich zu sein. Es gibt eine Akademie, die dafür zuständig ist, die Leute, die Juroren für die Buchpreisjury zu bestimmen. Und ich kenne halt jemanden aus der Jury, aus dieser Akademie, schlicht und einfach, und plaudere dann immer mal gerne mit dem. Und der hat mich dann irgendwann gefragt, ob ich mir vorstellen konnte, das zu machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, so wie ich auch ein Hangout mit Steffi mache, sage ich auch beim Deutschen Buchpreis, ja klar, mache ich doch mal. Und von daher, so ist es dann entstanden. Und so, da war ich dann auch, also ich glaube, so 2 Jahre in einem, sage ich mal, Lostopf von Leuten, die vorgeschlagen werden. Und dann bin ich für dieses Jahr dann gefragt worden, ob ich mitmachen möchte. Wahnsinn, schon irgendwie cool. Also nicht nur irgendwie, ist tatsächlich. Nein, es ist total cool. Ich habe mich total gefreut. Es ist eine totale Ehre und was total Besonderes und Schönes. Schon allein nur das gefragt zu werden und das dann mitzumachen, ist noch viel toller und macht unheimlich viel Spaß und ja, also ich sage jetzt mal so, das ist auf eine gewisse Art und Weise, was kann man Tolleres als Buchhändler erleben, als auch mal in die Jury vom Deutschen Buchpreis zu kommen. Ja, das fände ich auch als Booktuber toll. Ja, man muss nur die richtigen Leute kennen. Und dann ja sagen, im richtigen Moment. Genau, in dem Moment, wenn sie fragen, dann ja sagen. Jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen Theorie und Wissen mal hier einstreuen, dass es nicht hier einfach wie so eine lustige Abendveranstaltung aussieht, sondern ich habe mir Infos zum Deutschen Buchpreis gemacht. Am 5. Februar begann die Ausschreibung und ihr wurdet auch als Jury bekannt gegeben. Ja, das ist richtig. Dann am Ende der Ausschreibung, das war der 27. März diesen Jahres, wurden insgesamt 173 Titel eingereicht. Korrekt. Man darf sich das gar nicht vorstellen. Das Schlimme ist ja, es gibt noch Vorschlagslisten und wir können als Jury noch nachfordern, sodass wir noch nachgefordert haben, dass 203 Titel sozusagen eingereicht worden sind letztlich. Also weil wir noch so viel nachgefordert haben. Was bedeutet das, nachfordern? Also nicht nur was eingereicht, sondern... Also, jeder Verlag hat ja die Möglichkeit, 2 Bücher einzureichen. Und manche Verlage haben ja unter Umständen auch mehr als 2 Bücher, die interessant sein könnten.
Und dementsprechend, manche Verlage machen das dann auch so explizit, dass sie sozusagen die etwas unbekannteren Namen einreichen, aber ihre ganz großen, bekannten Namen nicht einreichen. Und dann davon ausgehen, dass die Jury wird die schon nachfordern. Und natürlich gibt es dann einfach manche große Namen, da muss man halt auch auf jeden Fall schauen, weil das kann halt einer der wichtigsten Romane des Jahres sein und dementsprechend will man sich das ja dann anschauen. Und so ist es halt, dass wir einfach dann die Möglichkeit haben zu sagen, also einerseits haben die Verlage die Möglichkeit, Bücher zu empfehlen, die wir noch nachnominieren können. Das ist das eine. Da kriegen wir dann auch nochmal, frag mich nicht, wie viele, wahrscheinlich auch nochmal so 100, 120. Mhm. Und andererseits haben wir die Möglichkeit einfach zu sagen, oh, dieser Titel scheint uns interessant zu sein, schickt uns, dann wird ein Verlag gefragt, ob der auch eingereicht werden möchte, weil manche Autoren wollen ja gar nicht eingereicht werden, das passiert auch. Und dann wird er unter Umständen nachnominiert. Die Frage kam gerade, und ist auch eine große Frage, die ich spannend finde. Hast du wirklich alle 203 Titel gelesen? Natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Nein, es ist so, dass die 203 Titel, wir sind ja 7 Juroren und dementsprechend sind die auf uns alle aufgeteilt. Jeder hat eine bestimmte Menge, die er sozusagen wirklich für die er verantwortlich ist, die er begutachten muss und wo er dann für die gesamte Runde sozusagen eine kleine Bewertung schreiben soll. Das ist dementsprechend, jeder hatte sowas wie an die 30 Titel, um die man sich wirklich kümmern musste. Und dann ist es aber so, dann liest man ja die anderen Bewertungen von den anderen Juroren und denkt sich, das klingt aber interessant. Oder man denkt sich, ist das wirklich so interessant? Und dann schaut man halt in ganz viele andere Sachen rein und da muss man halt auch schon ein bisschen mehr reinschauen. Also von daher 203 Titel komplett habe ich nicht gelesen, aber ich habe mir zu sowas wie 120 Titeln eine wirkliche Meinung gebildet und davon habe ich dann halt, was weiß ich, vielleicht 40 oder sowas komplett dann auch gelesen. Okay. Das ist echt irre. Also das ist ja so, als Vielleser ist das verrückt. Also ja, das ist auch als Vielleser verrückt. Es ist wirklich, so viel, wie ich jetzt in den letzten Monaten gelesen habe, werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie wieder lesen. Weil jetzt ist es ja auch dann so, dann hat man für die Longlist nochmal alles komplett gelesen und jetzt kommt die Shortlist und dann liest man alles nochmal komplett. Es ist wirklich so viel, ich glaube nicht, dass ich nochmal so viel lese. Und ich lese ansonsten doch auch recht viel. Also die Longlist sind ja jetzt die 20 Bücher gewesen, die jetzt auch schon bekannt sind. Die sind ja 20. August bekannt gegeben worden. Und die Shortlist ist nächste Woche am Dienstag, am 17. und hat dann nur 6 Bücher. Ganz genau so ist es. Und daraus wählt sich dann ein Gewinner. Ganz genau. Der da am 14.10. den Preis verliehen bekommt für das Deutsche Buch 2019. Ganz genau. So ist es. Ja, sehr viel Theorie, sehr viel Wissen. Wir haben jetzt mal ein bisschen strebsam hier so getan, als hätten wir Ahnung von dem, was wir machen. Ah, ja. Ja, du bist recht kompetent. Neben dir sind noch 6 andere in der Jury, zum Beispiel auch die Autorin und ich glaube auch selbstständige Buchhändlerin Petra Hartwieb, die hat mir dieses Jahr zumindest was noch so von den Namen gesagt. Finde ich auch sehr cool. Schön, wenn man mal Leute kennt, ne? Richtig, genau. Die Petra hat ihre Buchhandlung, eine kleine Buchhandlung in Wien, eine ganz entzückende. Ich war selber noch nie da, aber alles, was ich davon höre, ist immer echt total spannend. Und von daher, also sollte ich mal in Wien sein, werde ich sie mir auf jeden Fall anschauen. Aber ich kann jedem anderen das auch total ans Herz legen, weil das ist eine sehr schöne Buchhandlung. Und wenn man sich darauf vorbereiten möchte, kann man ihr Buch, ich glaube, das heißt meine wunderschöne Buchhandlung, kann man schon mal vorab lesen, um sich vorzubereiten auf den Besuch. Auch Weihnachtsbuch, wo sie dann über den Weihnachtsstress tatsächlich so in der Buchhandlung noch erzählt. Ich glaube, sogar noch ein drittes Buch. Also das habe ich noch nicht gelesen, aber die zwei anderen, ich fand das richtig toll. Also hat schon Humor. Wobei ich glaube, dass das Leben als Buchhändler, da kommen wir später aber noch ein bisschen hin, ist glaube ich schon anders, als man sich das so romantisch vorstellt. Man wandelt so durch die Buchhandlung, so ist es
Und liest den ganzen Tag. Ja, das ist. Und wird fürs Und richtig, man wird nur fürs Lesen bezahlt, den ganzen Tag lang. Also hätte ich vielleicht dann auch Buchhändler geworden. Ja, ja, ja. Man muss halt nur Augen auf bei der Berufswahl. Also Bücher, nochmal um auf das ernste Thema zurückzukommen, zwischen Oktober 18 und September 18, wenn das Buch, das deutschsprachige Buch erschienen ist, dann darf es im Grunde auch überhaupt vorgeschlagen werden, beziehungsweise kommt in die Nominiertenliste. Und Romane können bis zu 2 Romane einsenden. Verlage können, ja, so hat schon gepasst, ne? Ja. Ja. Genau so ist es. Okay, ich glaube, es war jetzt genug Wissen. Wobei der Gewinner, das könnte man noch erzählen, bekommt 25.000 Euro und die 5 anderen der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Das ist schon ganz cool. Auf jeden Fall. Ja, also nein, das ist wirklich toll, weil die Sache ist auch die, also einer der Gründe, weswegen es den Preis ja auch gibt, ist, um, sage ich mal so, das Lesen attraktiver zu machen. Also schon allein du sozusagen, dass wir hier jetzt darüber sprechen, dass es dieses gibt und so, und dass man, ist halt einfach auch ein Werkzeug, um das Lesen spannender zu machen. Und das ist halt auch das, was man dann auch merkt, auch insbesondere beim Preisträger, der war in den letzten Jahren eigentlich immer ein Bestseller geworden, schlicht und einfach. Und da kann man dieses Jahr im Grunde auch davon ausgehen, dass das so sein wird. Wurde schon vorhin mal gefragt, ob du was zu deinen Favoriten erzählen möchtest, oder? Es fragen mich natürlich viele Menschen, aber ich möchte nicht. Nein, also das ist auch schwierig, oder? Also wenn du jetzt hier 3 Titel nennst. Also, richtig, natürlich. Also das machen wir im Nachgang. Ja, selbst da, ich bin, ganz viele Kollegen schimpfen mit mir, was, wie wenig ich ihnen über die ganze Arbeit erzähle. Es kommt halt, hier keiner zu. Ja, genau, es kommt keiner zu. Für die Ewigkeit, hast du gesagt, wird produziert. Ja. Nein, wir sind eine Jury, wir sind zu siebt und wir treffen gemeinsame Entscheidungen und ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich finde, dass wir gute gemeinsame Entscheidungen treffen. Also wenn man sich die Longlist anschaut, bin ich persönlich auch der Meinung, dass jedes Buch vollkommen gerechtfertigt und gut darauf ist. Und natürlich ist es so, dass ich auch persönliche Vorlieben und weniger Vorlieben habe. Aber in der Summe ist eine tolle Liste geworden, schlicht und einfach. Also ich habe gestern auch das erste Buch der Longlist beendet. Kintsugi habe ich gelesen. Mhm. Und habe mit was ganz anderem gerechnet und war dann schon überrascht über das Thema. Und ich fand es cool, dass es geht ja um 4 Menschen, die sich da an einem Wochenende wieder treffen und die einen leben in einer Partnerschaft und der andere hat halt auch eine große Tochter, die jetzt selbst schon so auf eigenen Füßen steht. Und ich habe etwas ganz anderes erwartet, als ich bekommen habe, aber ich fand sehr beeindruckend, wie diese Perspektiven gezeigt wurden, wie die eine Perspektive auch so eine andere Perspektive wieder aufgehoben hat oder relativiert hat oder weil man es dann doch aus 4 Blickwinkeln irgendwie sieht. Und ich fand, es hat die Autorin richtig, richtig gut gemacht. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand nur tatsächlich, ein bisschen Kritik darf ja auch immer sein, dass ich das Gefühl hatte, sie wollte manchmal zu viel, die Autorin. Also so, schon, weil schon so dieses, ich mache da jetzt ganz viel drumherum, damit es am Ende wirklich noch so, dass alle darüber sprechen. Und es war mir persönlich so als normaler Leser dann mancher Stelle, ich dachte, ja, so ein bisschen weniger wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber fand ich wirklich gut. Also mich hat halt das Cover sehr angesprochen. Also manchmal ist man ja auch so ein Käufer. Ich fand auch den Klappentext cool und ich fand es jetzt richtig schön, das auch zu lesen. Sehr schön. Hast du dir den Reader geholt, in dem alle von allen Büchern eine Leseprobe drin sind? Ja. Super. Genau. Ich wollte es nur empfehlen, auch falls andere Leute irgendwie jetzt Lust bekommen. Das ist einfach sollte in den meisten Buchhandlungen ausliegen und ist einfach ein Reader, in dem von allen Büchern der Longlist eine Leseprobe drin ist. Und da kann man sich erstmal so ein kleines Bild machen und dann kann man mal schauen, ob man noch was anderes lesen möchte oder nicht. Also ich habe es als E-Book mir geholt. Gibt es natürlich auch, Entschuldigung. Ja, ja, ich bin ja so der Elektronikleser. Also ich habe jetzt auch dieses Buch als E-Book gelesen. Und ich fand es auch cool, dass man da ein bisschen diese Leseproben einfach hat, mal so einen Einblick bekommt.
Ich muss jetzt mal gucken, ich hab nämlich hier einen großen Zettel. Mit allen Büchern und ich habe dann auch schon mal so gekennzeichnet, was wird vielleicht noch gelesen und was hat mich nicht so angesprochen. Auf der Vielleicht-Liste steht noch das flüssige Land, dann der große Garten, der tendiert schon so Richtung, ja, den finde ich nämlich, das klang wirklich toll. Und dann habe ich noch Flammenwand, kann ich hier so schlecht lesen. Und der Sommer meiner Mutter hat auch noch ein Ja und wo wir waren, noch ein Vielleicht. Ja. Das klingt doch schon mal gut als Ausbeute, finde ich jetzt. Ich gucke jetzt natürlich mal, was noch auf der Shortlist ist und welches davon es vielleicht dann auf die Shortlist nächste Woche geschafft hat. Und dann wird zumindest noch eins jetzt, glaube ich, vor der Bekanntgabe gelesen. Einfach so, dass man nochmal sagen kann, na, das ist, schauen wir mal. Aber vielleicht habe ich ja schon das richtige Buch gelesen. Und vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, Kerstin schreibt gerade Winterbienen. Winterbienen war mit Weltkrieg, oder? Wenn ich mich richtig entsinne. Oder? Ganz genau. Ja, der Zweite Weltkrieg. Ist raus. Die Geschichte von dem Mann, der in Bienenstöcken Flüchtlinge schmuggelt, sozusagen. Genau, irgendwie sowas war das, ja. Ich bin leider bei solchen Themen, da bin ich immer. Ja. Aber Kerstin, schön, dass es dir gefallen hat. Du hattest, glaube ich, Kerstin ist die Kollegin von Björn, um das vielleicht kurz mit dem Kreis zu ziehen. Die guckt mit Argus-Augen zu. Bitte? Die guckt mit Argus-Augen zu. Auf jeden Fall. Und Kerstin hat auch schon gesagt, dass sie auch Kintsugi, glaube ich, richtig gut fand. Also da auch sehr beeindruckt vom Stil der Autorin war. Was ja auch im Debüt, glaube ich, so da war, ne? Also. Das ist richtig. Und das habe ich auch gelesen, dass die Kerstin das geschrieben hat. Ja. Dass ihr das mochte. Ihr müsst euch in der gleichen Buchhandlung nicht unterhalten. Ihr kommuniziert auch. Nee, das klappt auch so ganz gut. Ja, Roman, auch gerade, ich glaube, Roman hat schon Miroloi, wenn man so ausspricht, gelesen. Das finde ich tatsächlich eigentlich auch spannend, so vom Klappentext, aber irgendwas hindert mich daran, das zu lesen. Ich glaube, es ist schon so gehypt, bevor es überhaupt. Weiß ich auch nicht. Irgendwie hat's was, aber irgendwie denke ich mir, ach, irgendwie mache ich es auch nicht. Aber so ist das manchmal. Weil es ist auch das Cover einfach so komisch. Ja, kann ja sein. Ach ja, die Argus-Augen, sagt Kerstin. Ja, auch nicht schlecht. Ob jetzt Adler oder Argus? Ach, verdammt. Entschuldigung, jetzt habe ich was Blödes gemacht. So, ich sehe nur nicht die Aktualisierung von den Kommentaren. Das da musst du einmal draufklicken, dann rollen die alle irgendwie runter und dann geht das so. Okay. Das super. Na, jetzt lerne ich wieder was dazu. Ja. Nach diesem Abend sind wir Profis auf Instagram. Ich sehe schon, ja. Super. Ja. Roman van Miroloi sprachlich einfach großartig. Miroloi, Entschuldigung, nicht Miroloi. Okay. Dann vielleicht sollte man es doch mal. Ach, ich weiß auch noch nicht so richtig. Ja, die liebe Paddy kommt auch gerade. Schön. Die Kingsianer tun mir gut. Wir sind vorhin irgendwie, ich glaube, mal ein bisschen durcheinander geraten. Wir waren mal noch bei den Currently Readings. Das gehört ja zu einem klassischen Kingsianer-Hangout eigentlich immer dazu. Und da zumindest ein Viertel Kingsianer hier sitzt. Und ein großer Begleiter letztes Jahr der Tour der Kingsianer. Was liest du neben der Long- und Shortlist gerade vielleicht überhaupt nebenbei noch? Also ganz ehrlich, ich lese nichts mehr nebenbei, weil ich schaffe es wirklich nicht. Aber ich habe heute mir noch die Lücke genommen. Ein guter Freund von mir, der Buchhändler in Leipzig ist, hat mir eine Geschichte geschickt. Und die habe ich heute gelesen, beziehungsweise werde die nachher noch zu Ende lesen. Es ist auch nur eine Geschichte und eine kurze Erzählung und dementsprechend konnte man das mal gut reinschieben. Aber ansonsten bin ich momentan wieder damit beschäftigt, die Shortlist nochmal zu lesen. Und dann freue ich mich auch ehrlich gesagt richtig drauf, perspektivisch mal wieder was ganz anderes zu lesen. Und weil mein Currently Reading so langweilig ist, habe ich extra Sachen mitgenommen, die ich als nächstes lesen möchte. Wie also zum Beispiel. Ich muss kurz widersprechen. Sie ist nicht langweilig, weil du liest ja die Shortlist. Das heißt, du bist uns ja alle schon eine Woche. Nein, richtig, ja genau. Es ist total toll. Also nee, das war jetzt
Missverständlich. Ich bin total glücklich, aber ich bin halt seit Monaten sozusagen immer gebunden daran, was ich lese. Und es ist alles nur deutsche Literatur. Und da freue ich mich auch ein bisschen wieder freilesen zu dürfen. Und das ist das. Und hierauf freue ich mich ehrlich gesagt sehr. Da habe ich sehr, sehr viel Positives gehört. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist noch nicht entschieden, aber das wird toll. Darauf freue ich mich. Dann freue ich mich hier drauf. J.K. Jerome, das ist der, der drei Mann in einem Boot geschrieben hat. Da kennt ihr vielleicht die Heinz-Rühmann-Verfilmung. Und der schreibt sehr, sehr witzige Bücher. Ganz toll. Ja, ich merke schon. Dann freue ich mich total darauf, endlich die Essays von Jonathan Franzen zu lesen. Weil das ist einer der extrem kluge und interessante Essays schreibt. Und dann freue ich mich auch auf dieses Buch, weil ich auch manchmal gerne Sachbücher lese. Was einfach das ist so spiegelverkehrt. Sag mal nochmal, wie das heißt. Das konnte ich jetzt auf der Schnelle nicht. Das heißt Quantenwirtschaft. Quantenwirtschaft. Das ist ein Wirtschaftsphilosoph. Und er ist unheimlich spannend. Und da möchte ich unbedingt mal reinlesen, weil ich habe schon das länger da liegen. Das liegt eigentlich schon seit Februar da, aber ich bin halt nie dazu gekommen, weil ich die ganze Zeit Buchpreis gelesen habe. Und dementsprechend freue ich mich halt auch, so ganz andere Sachen mal zu lesen. Ja, glaube ich. Das glaube ich. Ja. Was ist dein Currently Reading denn? Ja, also bis gestern war es noch Kintsugi und ich höre das neue Buch von Jeffrey Archer, dessen Namen ich gerade schon vergessen habe. Und zu meiner Schande gestehen. Moment, aber es lässt sich alles herausfinden. Ich habe das hier alles dokumentiert. Das ist Schicksal und Gerechtigkeit. Der erste Teil der Warwick-Saga wird wieder großartig gelesen von Richard Barenberg. Wunderbar. Und dann als nächstes wird Erebos 2 kommen. Da freue ich mich jetzt auch schon. Auf morgen. Bis losgeht. Was morgen. Sehr schön. Was ganz anderes als deutscher Buchpreis. Fast gar nicht. Ich meine, Erebos, theoretisch deutscher Roman. Nächstes Jahr könnte es ja vom Zeitraum, nein, da ist immer ab Oktober. Richtig, ja, genau, richtig. Also von daher hätte Sven jetzt schon eingereicht werden müssen, aber da das ja wirklich als Jugendbuch läuft, reichen die es dann, glaube ich, eher für den Jugendbuchpreis ein, also dann kriegt eher den Preis. Ja. War ja auch der erste Teil, glaube ich, hatte den Preis ja damals. Irgendeinen Buchpreis habe ich auch gewonnen. Das kann, weiß ich nicht. Oh, hier sagt schon jemand, Erebos 2 war ganz schlimm. Okay. Na, tolles Wochenende vor dir. Ich freue mich. Aber ansonsten liegt auch ein besonderer Schatz hier und ich meine, es muss jetzt auch einfach sein. Ich bin auch schon. Ja. Ja. Und eigentlich sollte es am 2. Oktober auch einen Kingsianer Hangout geben. Gucken wir mal, wie das so noch funktioniert. Na gut. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns da drauf vorzubereiten. Wie wir schon sehen, hast du hier ja auch einen Instagram-Account, auf dem du aber gar nichts Buchlastiges machst, sondern ich würde es jetzt einfach mal als ein weiteres Hobby neben Buchpreis und Lesen. Instagram ist dein kleines Hobby. Wie kam es dazu? Klein. Erzähl mal. Hey. Im Grunde ist es, also es gibt zwei Spuren, die das Ganze sozusagen verfolgt. Das eine ist, dass ich gerne fotografiere, schlicht und einfach. Also ganz banal, das ist so ein Hobby von mir. Und das andere ist, dass ich schon immer gerne Haikus schreibe, weil also Haikus ist eine japanische Gedichtform, die relativ einfach ist zu erlernen, weil es sind 5 Silben, 7 Silben, 5 Silben. Und dementsprechend kann man da relativ einfach was schreiben. Und dementsprechend beides habe ich die ganze Zeit gemacht. Und da ich mich eigentlich immer mal so für so neumodischen Kram interessiere, wie Instagram und so Sachen, habe ich gedacht, verbinde ich doch die beiden und mache Bilder und Haikus auf Instagram. Und das mache ich so ein bisschen nach Lust und Laune. Wenn ich mal was habe, wo ich denke, hätte ich jetzt Lust zu posten, dann mache ich das. Und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Also von daher, ich mache das nicht, um eine große Followerschaft zu machen, sondern eher auch, um zu verstehen, wie diese ganzen Mechanismen hier funktionieren. Und
Von daher habe ich einfach ein bisschen Spaß dran und mache das halt so nebenher. Also ich kann, also ich mag das super, wenn ich morgens irgendwie meinen Feed mal anmache, so beim ersten Kaffee, und dann sehe ich, oh, ein richtig cooles Foto, und dann weiß ich, oh, von Björn, oh, da kommt auch noch cooler Text. Und normal scrollt man ja auf diesen Text so weg, weil ja Instagram eigentlich nur Bilder sind. Und aber bei dir so innehalten und so, ach, das finde ich manchmal richtig schön. Also finde ich eine sehr coole Idee, die du da umgesetzt hast. Und Lauersegler kommt ja vom Nachnamen und wahrscheinlich vom Vogel, ne? Also. Genau, richtig. Das war einfach die banale Überlegung, dass, also ich mag Tiere und Natur sehr, sehr gerne, und dementsprechend bin ich irgendwann drauf gekommen, dass ja ein Lauersegler im Grunde sozusagen was wie ein Mauersegler sein könnte, nur halt was anderes. Sozusagen. Der halt auf der Lauer liegt, sozusagen. Ganz genau so ist es. Bist du auch aktiv als Scroller auf Instagram? Also folgst du? Du meinst, dass ich Menschen folge und mir Sachen anschaue? Ja, das tue ich. Das tue ich, ja. Ich habe da ehrlich gesagt so ein paar unterschiedliche Felder, die ich auch besonders gern schaue. Ich habe einen guten Freund, der Sportfotograf ist, und dementsprechend schaue ich einerseits seine Bilder an, aber andererseits auch viele andere Sportfotografen, weil ehrlich gesagt lerne ich darüber unheimlich viel über Fotografie, was der Freund mir erzählt und was ich an den Bildern sehe und was sozusagen die Kollegen für Fotografien machen. Das mache ich unheimlich gern, schaue ich unheimlich gerne. Und dann habe ich noch so ein, da kann man auch, glaube ich, herzlich drüber lachen. Ich gucke gerne Ballettfotografie, finde ich auch was ganz Besonderes, weil das ist richtig, ja genau. Ist eine besondere Ästhetik einfach des Körpers, der Körperbeherrschung und so weiter. Und von daher, das gucke ich ganz gerne. Und dann natürlich diverse Buchleute natürlich. Das ist ja selbstverständlich. Aber das sind so die zwei vielleicht etwas ungewöhnlicheren Felder, wo ich mich gerne tummel. Aber interessant. Und Promis? Also Eher weniger, um ganz ehrlich zu sein. Also es gibt schon ein paar, das ist auch klar. Ich bin ja auch neugierig. Aber ja, doch, ein paar sind da schon dabei. Das muss man zugeben. Da können wir Da können wir uns alle nicht freisprechen. So drei, vier. Nee, natürlich. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Wahrscheinlich gucken jetzt alle nach, wem ich folge und so. Nein, natürlich habe ich ein paar Promis. Das ist ja selbstverständlich. Ja, warum? Ich finde es auch gar nicht verwerflich. Also ich gucke gerne Cristiano Ronaldo zu, wenn er von seiner Yacht springt, oder Brad Pitt, wenn er. Ich finde das nicht schlimm. Ich bin halt eher Team FC Barcelona. Ja, aber trotzdem, also wenn jemand von der Yacht springt, das ist ja dann auch wieder Sportfotografie. Können wir jetzt den Bogen ja. Ja, ja. Ganz klar. Ja, aber gut. Aber Cristiano Ronaldo, du weißt es ja noch, letztes Jahr war ja auch die EM. Ganz genau. EM, ja, ne? Ja, oder EM? EM, ja, genau, richtig. Und mit dem in Berlin ist ja dann Portugal ausgeschieden. Ganz genau, so ist es. Ich habe Cristiano Ronaldo als erstes Mal richtig schätzen gelernt, als er damals bei dem einen Finale ausgefallen ist. Und ich dachte, okay, jetzt geht er einfach in seinen Flieger und verschwindet. Und dann aber sich an den Spielfeldrand gestellt hat und das Team angefeuert hat wie sonst was. Und das ist der Moment, in dem ich anfing, Cristiano Ronaldo ein bisschen zu mögen. Ein ganz kleines bisschen. Also mir ist das ja schon viel länger. Aber das war auch so. Also ich habe auch so gedacht, mir wird ja dann auch mal gesagt, oh, deine Heulsuse spielt heute wieder, ne? Und dann denke ich mir mal, ja, ist halt auch so wie ich, nah am Wasser gebaut. Ich finde es gar nicht verkehrt, wenn Männer auch mal weinen, ne? Und dann dachte ich so, oh, jetzt ist der da gefault worden und scheidet aus. Und oh, jetzt steht der bestimmt da und heult. Und dachte ich, oh, da darfst du dir morgen in der Arbeit wieder was anhören, ne? Und dann kommt der aber wieder und dann werden die Europameister. Und ich war um 200 Euro reicher. Das war sehr cool. Sehr schön, Glückwunsch. Das weiß ich, eine 20er-Quote, dass die Europameister werden. Und ich habe 10 Euro gesetzt, also eigentlich war ich nur 190 Euro reicher, aber wer nimmt es ja schon. Aber es war sehr gut. Sehr gut.
Und sie werden nächstes Jahr auch Europameister und in 3 Jahren dann Weltmeister und dann geht er in Rente. Aha, okay. Dann haben wir das ja schon geklärt. Wir sprechen uns ja nochmal. Ja, wie sind wir denn jetzt zu Fußball gekommen? Ich weiß es gerade auch nicht. Über Instagram-Accounts. Ja, über die Promis. Und die Sportfotografie. Lass es uns auch darauf noch schieben. Ja, ja. Oh, ja, hier. Oh, Tanja, ich danke dir für die Ah, okay, das sind ein paar Pluspunkte. Ja, vor allem ist er nicht tätowiert. Also das ist ja wirklich was, was ich sehr zu schätzen weiß. Ja, ja, ich auch. Ja, Tanja, vielen Dank. Ach, das hier, die Unterstützung tut sehr gut. Kommen wir mal zum ernsten Teil zurück. Buchhändler sein. Mythos versus Realität. Ja. Das habe ich mir bei der Frage gedacht. Müsste ich auch gefragt haben. Ja, man hat ja also als Jugendlicher oder irgendwie ja auch als Erwachsener so eine ganz, wie wir es vorhin gesagt haben, so man wird fürs Lesen bezahlt, dann kommt immer mal ein Kunde, den berät man und der freut sich und nimmt dann natürlich jede Empfehlung an und denkt sich, ach ja, ich bin total beglückt, danke für Ihre Empfehlung, es war genau das richtige Buch. Die Realität wird aber schon anders aussehen, oder? Nein. Nein, ja, natürlich. Aber es ist halt, es ist ja mit allen Berufen so. Es ist immer, was man draus macht letztlich. Und dementsprechend, genau, richtig. Hier, Jörg Zitterling sagt es, wie es ist. Nein, natürlich sitzt man nicht den ganzen Tag auf der Arbeit und liest, aber das Schöne ist halt, man darf sich mit dem ganzen Kram die ganze Zeit umgeben. Und das ist halt, was das eigentlich Schöne ist. Und natürlich, wobei ich bin auch so jemand, ich finde eigentlich die wenigsten Kunden nervig. Also natürlich gibt es auch mal, dass es Kunden gibt, die nerven, aber das, da bin ich ehrlich gesagt total entspannt. Weil man muss ja nur mit den Menschen reden und dann ist schon alles in Ordnung, ehrlich gesagt. Und natürlich ist es so, dass man ja genau, wie Glücksmitarbeiter. Es ist halt so, dass natürlich, man muss Bücher von hier nach da räumen, man muss überlegen, wie realistisch ist, dass man sehr viel von einem Buch verkauft oder eher nicht. Lustige Anekdoten zum Kunden anfragen. Also meine Lieblingsgeschichte ist eigentlich, als ich damals nach Ethan Hafke gefragt worden bin. Und jetzt ist die Frage, ob jemand weiß, wer das ist. Ethan Hafke? Das neue Buch von Ethan Hafke? Das war Ethan Hawke. Ich finde es super. Das ist großartig. Wie bist du denn dahinter gekommen, was sie meint? Oder er? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Die hat es 3 oder 4 Mal gesagt und dann bin ich irgendwann einfach drauf gekommen. Man muss eigentlich letztlich immer nur noch seinen Instinkt trauen, weil das, was die Leute sich merken, ist in der Regel sowieso falsch. Und dann muss man einfach die Verknüpfung ziehen, die man als erstes ziehen könnte und dann stimmt es meistens. Also wenn es irgendwie verständlich war, was ich dort gesprochen habe. Ja. 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 von Ethan Hafke. Wahrgenommen, ne? Aber ja. Wie bitte? Sie hat ja nur das, was sie als Titel oder als Autornamen im Deutschen wahrgenommen hat, eigentlich wieder ausgesprochen. Ganz genau, so ist es. Und dementsprechend muss man so überlegen. Und jetzt muss ich fragen, Berlin Books, willst du wissen, ob ich Ethan Hafke gelesen habe? Okay, ja. Ich habe damals, das muss im Jahr 1999 gewesen sein, hin und weg gelesen. Und das war sehr, sehr nett und das war gut, aber danach habe ich nie wieder was von ihm gelesen, ehrlich gesagt. Also von daher... Also mein Herz hängt jetzt nicht dran, aber es ist nicht so, dass ich es schlecht finde. Ja, sie sind in Dortmund. Ja, Steffi, jetzt. Weißt du nicht, dass Nazis in Dortmund sind? Nee. Hermann Hesse natürlich. Nazis und Goldmund, richtig? Ja, okay. Hoffe ich, dass da ein Ja kommt. Sonst. Was? Darauf wäre ich ja nie. Ja, gut, okay. Richtig, ja, genau. Man muss so einen Instinkt entwickeln, was die Menschen denken könnten. Und von daher, gerade bei Schülern gibt es ja ganz viele Sachen, die dann immer mal passieren. Okay. Ja, genau. Ja, okay. Du hast also recht. Mal gucken, was passiert.
Wie bitte? Ich gehe morgen auch mal in meine Buchhandlung und guck, was passiert. Richtig, ja genau, mach das mal. Man muss halt aber auch so schauen, dass man nicht lacht die ganze Zeit. Das ist halt ganz wichtig. Aber ich war ja, es gibt ja diesen Tag der unabhängigen Buchhandlungen. Mhm. Und da bin ich ja mal an diesem bekannten Tag, bin ich ja auch mal durch meine Stadt gelaufen und bin zu diesem besagten Buchhandlung. Es war eine Farce, es war eine Katastrophe und ich habe gedacht, wo bin ich hier angekommen? Also von, dass die Frau falsch verstanden hat, dass ich die Nacht mit Fitzek verbrachte, also nicht mit ihm, sondern mit dem Buch, dass der ganze Laden darüber, ach, sie sind die mit dem Fitzek und das so in puren Ernst, stehst du da links? Ja, das war an mancher Stelle, da gibt es glaube ich tatsächlich noch ein Video auf meinem Kanal, das war schrecklich. Das war der schlimmste Tag, ich glaube die schlimmsten 2,5 Stunden in meinem Leben, wo ich dachte, wo bin ich hier eigentlich hingekommen? Also von, was, die lesen noch Jugendbuch, sind sie nicht viel zu alt? Und wo man sich so denkt, danke auch fürs Gespräch. Also es müsste ja nicht mal für mich gewesen sein, ne? Also nur weil man nach. Ja. Okay, ja, danke. Mhm. Ja. Aber es war sehr, im Nachgang sehr lustig, aber im Erleben nicht so richtig gut. Nein. Ja, und Fitzek ist natürlich immer gut, also mit ein paar Ausnahmen. Ich bin der Trainer der Fitzek. Ganz genau. Für die Ewigkeit bestimmt ein Hangout darüber, genau. Ich wollte es so bekannt geben, aber jetzt ist es ja aus, ne? Also, richtig, genau. Jetzt ist es für die Ewigkeit. Ja, ich habe mich schon bei Fitzek so oft um Kopf und Kragen geredet, das ist jetzt auch egal. wie hat sich der Buchhandel in den letzten Jahren so verändert? Nimmst du da was wahr, allein über soziale Medien, BookTube, E-Books? Also es ist so, dass natürlich hat sich sehr, sehr viel verändert einerseits. Ja, also ne, es gibt den Onlinehandel, es gibt BookTube und grundsätzlich auch das Vermarkten von Autoren über die unterschiedlichen Online-Kanäle ist was wir unheimlich merken und wo man einfach auch anders gucken muss. Das ist auch für mich ein Grund, weswegen ich sozusagen auf Instagram bin, um das besser zu verstehen, wie solche Mechanismen funktionieren. Und hat sich ungeheuer verändert. Es hat sich sehr viel verändert. Früher konnte man sehr viel mehr, sag ich mal, also es soll jetzt nicht böse klingen, aber gleichgültiges Zeug verkaufen. Heute muss man präziser und besser die Sachen machen und es ist halt gerade so blöd. Man muss die Sachen präziser machen und besser machen und es ist auch gut, dass nicht mehr ganz so viele Bücher gemacht werden wie früher, weil das ist was, das überfordert die Menschen schlicht und einfach. Und das wollen sie schlicht und einfach nicht. Und dementsprechend gibt es eine größere Zuspitzung einerseits, also so Phänomene wie Harry Potter oder Fitzek oder was auch immer, die sind halt so viel größer geworden mittlerweile, als sie früher waren. Und teilweise ist es aber auch dann schade, weil Sachen, die sozusagen kleiner sind, die fallen dann einfach ein bisschen runter. Und dementsprechend, es ist halt, wie es immer ist. Es gibt Vorteile und Nachteile dessen, wie sich die Zeit verändert. Und umgekehrt ist es halt sehr, sehr spannend, wie sehr eng man mit Autoren in Kontakt kommen kann über die sozialen Medien und dementsprechend auch die Möglichkeit hat, in direkterem Kontakt zu kommen und dann aber auch gleichzeitig das Buch schneller in die Buchhandlung zu bekommen. Also hat seine Vor- und Nachteile, wie alles. Ja, natürlich immer. Also auch Jasmin sagt auch gerade so, also Jasmin ist ja eigentlich für nächste Woche auf meinem Kanal geplant mit einem Hangout. Oh, das müssen wir ja nochmal überlegen. Jasmin bereitet sich auch schon mal auf einen Instagram-Hangout vor. Und sie sagt halt auch, bei ihr geht am besten an Instagram-Bildern, wenn es Storytelling ist oder Humor hat. Und ich kann mir das auch wirklich gut vorstellen. Also, dass wenn man so einen Eyecatcher irgendwie hat, dass damit wirklich viel eingefangen ist, ja. Man versteht doppelt hören schlechter. Ja, ich frage mich auch, aber ich frage mich auch, wie man es machen soll. Weil ich habe hier nur mich. Hast du bei dir zu Hause vielleicht auch mich noch auf Lautsprecher? Nein, nur im Handy. Also, ich höre nicht nur einmal. Aber vielleicht hören die mich auch bei mir sozusagen.
Ganz genau, ich glaube, das ist das, was passiert. Okay. Bist du doch gar nicht so technik-unbefreakt. Ich wuschel mich durch. Dann hast du es mir nur nicht erzählt. Genau. Ich glaube auch, dass man mich bei Steffi hört. Ja, ja, das ist jetzt so. Genau, deshalb Kopfhörer. Ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich tatsächlich Kopfhörer mit Kabel habe. Also ich unterhalte mal kurz die Leute, ich schau mal. Ich unterhalte die Leute. Habt ihr vielleicht eine Frage? So spontan. Oh, jetzt hört man mich ja trotzdem noch, weil sie das Handy laut gelassen hat. Gibt es eigentlich eine Funktion, dass man sehen kann, wer noch da ist? Ah ja, kann man. Hier. Seht ihr mal. Jetzt, das fand ich eigentlich die ganze Zeit immer so spannend. So, ah, da bist du zurück. Siehst du? Du hast noch gar keine Frage gestellt. Nee, ich... letzte Lektüre vor dem Buchpreis. Oh, hallo Jasmin. Letzte Lektüre vom Buchpreis. Boah, wenn ich mich daran erinnern könnte. Also beim besten Willen, ich komm wirklich nicht mehr drauf, was die letzte Lektüre vorm Buchpreis war. Ich habe während des Buchpreises noch zwischendurch mal einen Andreas Meyer gelesen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, so jetzt lese ich mal eine Woche nicht. Das war auch mal toll. Aber vor dem Buchpreis, ich kann mich echt nicht erinnern. Eins der letzten, wenn wir wieder hier hingehen und da schauen, also diese ganze Reihe, das ist Anthony Powell. Anthony Powell ist ein englischer Schriftsteller, der gerne der englische Proust genannt wird. Und da sind 12 Bände erschienen und das war eins der letzten und das habe ich echt richtig gerne gelesen, weil da habe ich Band 12 gelesen. Und ich liebe den sowieso, weil das ist sehr, sehr wichtig. Ton ist besser, super. Es ist sehr, sehr witzig, es ist sehr, sehr klug, fängt im England der 30er Jahre an mit Band 1 und geht dann bis Band 12 in England der 70er Jahre. Und ist so ein unglaublich großartiges Gesellschaftsporträt und macht von daher unheimlich viel Spaß. Habe ich wirklich sehr, sehr gern gelesen. Okay. Ton ist jetzt super, das freut mich. Das ist total super. Ich frage mich jetzt gerade, wir müssen jetzt schon fast eine Stunde quasseln. Wahrscheinlich. Ich überlege gerade, muss man das hier freiwillig beenden? Weiß das gerade jemand, der zuschaut, um es dann auch in den, also für immer sozusagen zu speichern, also für immer, für die Ewigkeit zu speichern? Oder schmeißt es einen dann irgendwie nach einer Stunde sowieso raus? Ich bin gerade irgendwie ein bisschen lost. Aber ich bin heute technisch, glaube ich, sowieso immer lost. Aber kann jetzt auch nicht die Lösung googeln, sozusagen. Wobei Google mir heute auch nicht geholfen hat, aber... So, also weiß niemand was. Nee, oder die tippen, weil es so viel ist. Du kannst es freiwillig beenden, aber nach einer Stunde wirst du rausgeschmissen. Brich einfach ab, kein Plan, wieder speichern. Danke. Jetzt seid ihr zwei große Hilfen. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal eine Pause. Genau. Ja, jetzt kommt es auch gerade. 27 Sekunden verbleiben und wir sind gleich wieder da. Ja, bis gleich. So machen wir es. Bis gleich. Ja, da ist er wieder. Das lief doch viel besser als beim ersten Mal. Ich sehe schon. Wenn wir das dreimal, viermal gemacht haben, dann sind wir hier die Profis. Ja, genau. Das ist eigentlich die Zukunft, oder? Ja, als YouTube-Hangouts. Ja, ich weiß noch nicht, ob mir das so gut gefällt, aber dann am Ende auch bekommen wir die dann für die Ewigkeit zu speichern. Das wird ja noch. Das ist das ganz große Thema, die Ewigkeit. Die Ewigkeit. ich habe jetzt, glaube ich, den Faden irgendwie verloren. Wir waren beim Buchhandel der letzten Jahre. E-Books versus echtes Buch. Ich bin gerade auf meiner Agenda lost. Für mich ist es so, ich liebe es, Print zu lesen. Es ist sehr, sehr viel schöner, als elektronisch zu lesen. Jetzt mit
Dem Buchpreis war es so, dass es echt einfach praktischer war, elektronisch zu lesen. Das muss ich ganz, ganz klar sagen. Aber wirklich lieber lese ich Papier. Schlicht und einfach, da merke ich mir die Sachen auch besser. Hat man früher wirklich alle 200 Bücher als Bücher dann Ich bekommen? hab auch alle 200 Bücher als Bücher bekommen, so. Also ich hatte hier in meinem Zimmer eine große Ecke voll mit allen Büchern und es gab teilweise auch welche, die gab es dann gar nicht elektronisch, aber ich habe alle Bücher als Bücher bekommen. Ich habe jetzt nur noch die Longlist und das, was ich so wollte, noch zu Hause, den Rest habe ich schon meiner Mama gegeben. Die freut sich jetzt auf einen Sub von 180 Büchern sozusagen. So in die Richtung, ja, genau. So ist es. Okay, finde ich gut. Also ja. Und also du bevorzugst das Print sozusagen. Ja, so ist es. Aber genau, ganz klar. Und wie ist das so im Buchhandel? Also nimmt das E-Book wirklich überhand oder ist schon noch das echte gedruckte Buch das, was die Leute lieber? Eher das, also es ist ja so, dass seit geraumer Zeit die E-Book-Verkäufe stagnieren schlicht und einfach. Also da passiert nicht viel mehr. Und dementsprechend ist das so, also es gibt Leute, die steigen auf E-Book um und aber die meisten machen beides üblicherweise. Also und das ist von daher ist das, finde ich, eine sehr schöne Entwicklung und sehr spannende Entwicklung. Und wie gesagt, da passiert sowieso nicht viel mehr anderes in den letzten Jahren. Und das Spannende, was ich am allerspannendsten finde, ist, dass gerade diese junge Generation, diese 14- bis 18-Jährigen, die ganz viel Monakasten und sowas lesen, die sind extrem papieraffin. Die kommen zu uns in Laden in Vierer- und Sechsergruppen und tummeln sich um den Tisch von New Adult Sachen und sind total glücklich, die Dinger in den Händen zu halten. Und gerade bei denen würde man ja denken, ja, also wie mehr Digital Native kann man denn sein? Aber die lieben's Papier und das ist was. Das finde ich total toll und es macht mir total viel Spaß, ehrlich gesagt, weil das erwartet man an der Stelle gar nicht. Ja, also das erlebe ich im Freundeskreis auch bei den Kindern oder auch dann schon Jugendlichen, wo ich jetzt auch, ich habe von einer Freundin auch eine Tochter, die ist jetzt 14 und die hat mir jetzt letztens Faye aus den Händen gerissen. Und die haben ein wunderschönes Cover, ein richtig cooles Buch. Also ich habe es dann abgebrochen, weil es war nicht meins. Und die wirklich, oh, das sieht so cool aus und toll und schau mal, wie das sich anfühlt und weil das dann halt auch vorne so schön. Also, und du denkst dir so, okay, bist du nicht die hier mit dem modernsten iPhone, was überhaupt irgendwie, also Ganz genau. kommst du mir, ist das toll? Also fand ich auch sehr faszinierend. Also das dem begegne ich auch immer wieder. Also, dass da Leute dann, also wirklich dieses Haptische und auch gerade die Jugend dieses Haptische so gerne Ganz hat. genau. Und wie gesagt, ich finde halt auch, man erinnert es anders, als wenn man es elektronisch liest, weil über das Haptische hat man noch eine andere Verbindung dazu. Also man, dadurch, was weiß ich, das Buch war zu einem Drittel gelesen und dann war diese schöne Zeile oder sowas, das merkt man halt einfach sich anders, weil auf dem E-Reader ist es immer auf der gleichen Seite und es fasst sich immer gleich an und das Riecht ist halt auch. irgendwie unbefriedigend. Ja, also ich glaube schon, diese Sinneswahrnehmung ist tatsächlich eine andere. Was ich halt aber, also als Vielleser, einfach mega praktisch finde, ist, dass ich nicht mehr alle Bücher in meinem Regal stehen haben muss. Also ich bin irgendwann von dem Sammler weggegangen, der seine Bücher irgendwie dreireihig im Bücherregal hat, zu, ich möchte irgendwann nur noch Highlights und Ungelesenes im Regal haben. Und da ist es halt schon schön, dass du nicht das Buch kaufen musst und dann rumliegen hast und aussortieren musst, sondern eigentlich nur eine Datei hast, die halt dann virtuell ja nicht den Platz wegnimmt wie ein ganzes Buch. Und bei dem Gedanken, das finde ich einfach so schön an E-Books, habe aber trotzdem gerne, also wie man ja auch unschwer erkennt, wirklich noch viele echte Bücher in der Hand, wo ich sage, es gibt auch Autoren, die will ich anfassen. Also die Bücher der Autoren. Fitzek. Oh, hier reden uns um Kopf und Kragen, Mensch, für die Also ich Ewigkeit. nicht. Naja, du gibst schon ganz schön steil. Hätten wir Fitzek aus der Agenda gestrichen. Du hast vorhin schon mal den Online-Handel auch angesprochen.
Ja. Dass der natürlich auch den Buchhandel ein bisschen verändert hat. Und ja, was merkst du dafür für Unterschiede oder für Wahrnehmungen? Was ist auch der Unterschied von den Leuten, die online einkaufen, die zu euch in den Laden kommen oder grundsätzlich in den Laden gehen? Naja, also es fing ja damit an, dass sozusagen die Leute einfach besser informiert in den Laden gekommen sind, weil sie sich selber sozusagen online informieren konnten und schauen konnten, was wollen sie überhaupt und was nicht. Das ist was grundsätzlich viel bei den Menschen verändert hat, dass sozusagen so dieser klassische Impulskauf nicht mehr ganz so stark ist, wie er das früher mal war. Das ist das eine. Und natürlich hat sich Amazon einen großen Umsatzkuchenstück sozusagen geholt. Das muss man ganz klar sagen. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass mittlerweile viele Leute... Entschuldigung, es ist total schlimm, wenn man dann anfängt zu lesen, dass viele Leute jetzt sehr, sehr bewusst auch explizit in den Buchhandel kommen. Also da gibt es mittlerweile sozusagen zwei Gruppen eigentlich. Also Leute, denen es scheißegal ist, sage ich jetzt mal so, die halt einfach kaufen und es praktisch haben wollen, aber Menschen, die halt einfach bewusst in die Buchhandlung kommen, um was zu erleben, was zu fühlen und was zu sehen. Und dann auch bewusst sagen, ja, nee, ich habe nur bei Amazon geguckt. Und das ist halt auch spannend zu sehen. Weil es, also, ne, wie wir es gerade vorhin auch mit den jungen Mädels hatten, es gibt gerade so für mich vom Gefühl her wieder so eine Welle von, ja, sage ich jetzt mal so, Erlebnisbuchhandel auf eine Art und Weise, dass es über eine lange Zeit nicht gegeben hat. Ja, das stimmt. Ja, also das ist auch was ich tatsächlich immer mal vermisse, dadurch, dass man ja in diesem Kosmos irgendwie drinsteckt als Booktuber und ja sich mit Neuerscheinungen und Ähnlichem beschäftigt. Die Wunschliste wird größer. Man ist tatsächlich ein weniger Spontankäufer geworden. Also das merke ich auch. So diese Schlendern durch die Buchhandlung, ohne zu sagen, oh, kenne ich schon, oh, habe ich schon, oh, auf der Wunschliste steht schon. Und also ja, man ist da schon, man ist da so drin in diesem Dran. Ich finde es wunderschön, mit unbedarften Menschen durch die Buchhandlung zu laufen, die nicht so fixiert auf Bücher auch einfach sind. Und mit denen schlendert man dann wirklich umher und nimmt das nochmal ganz anders wahr. Und manchmal wünschte ich mir, ich könnte das auch wieder machen. Aber dazu müsste man wahrscheinlich nicht mal so ein Jahr raus sein und kein Booktube schauen, kein Booktube machen. Habe ich jetzt gerade gesagt. Geht ganz schnell. Wirklich, meinst du nicht? Meinst du, das geht schneller? Einfach ein Jahr lang. Einfach ein Jahr lang nichts machen und dann bist du raus. Okay, aber das wäre ja auch irgendwie traurig. Also. Ja, natürlich. Aber es geht wirklich unglaublich schnell, wie schnell man dann auch raus sein kann. Ja, also ich habe schon gemerkt, ich habe ja auch im August so einen Monat YouTube-Pause gemacht und auf YouTube ein bisschen und Instagram ein bisschen inaktiver. Und da merkst du schon, sitzt du vor deinem ersten Video wieder und dann überlegst du dir auch erstmal, was mache ich hier? Und da bist du auch entspannter tatsächlich durch die Buchhandlung gegangen und ich habe auch entspannter wieder gelesen, weil ich mir so dachte, ich kann es auch einfach mal lesen, was ich niemandem zeigen muss. Ne? Also es gibt sowieso Bücher, die ich nicht auf meinem Kanal immer unbedingt vorstellen würde, wenn sie halt sehr irgendwie was Persönliches in einem auslösen oder irgendwie sowas, wo ich sage, willst du das wirklich thematisieren auf deinem Kanal? Aber das war schon mal so, wo ich sage, ich greife jetzt einfach mal irgendwie zu einem Buch und nicht, weil du jetzt denkst, das musst du jetzt gelesen haben, weil da warten die Leute irgendwie drauf. Ja. Kerstin hat vorhin noch gefragt, ob ich meine E-Book-Highlights tatsächlich als echtes Buch dann nochmal kaufe. Und ja, das ist so. Also zum Beispiel habe ich Size von Neil Schusterman, ein Autor, den wir alle drei sehr gerne haben. Ja. Habe ich nur gehört und habe mir dann beide Bände als Hardcover sozusagen auch ins Regal gestellt. Oder auch, also oftmals ist halt dann so, dass einer der Bände im Bücherregal halt stellvertretend dann für eine Reihe steht. Oder auch letztes Jahr die Hansen-Saga, habe ich alle 7 Teile von Jeffrey Archer innerhalb von 5 Wochen gehört und habe dann alle 7 Teile nach und nach in mein Regal gestellt, weil das einfach so großartig war. Ja, also das tue ich durchaus auch. Wobei ich manchmal ein gutes Händchen habe und schon Bücher, wo ich denke, sie könnten ein Highlight werden, als echtes Buch habe. Und ja, eher dann so ist, dass ich mich halt dann eher im echten Buch vergreife und denke, ach, naja, das war, hast du jetzt umsonst als echtes Buch dir besorgt. Aber andersrum klappt das schon ein bisschen besser. Was haben wir hier noch? Warte mal, Nick. Guten Abend allerseits. Ich persönlich empfinde den Wandel so, dass heutzutage erst einmal viele Bewertungen und Rezensionen gelesen werden und nach Sternenvorurteile gefällt werden. Ja. Glaubst du das auch? Ja.
Ja, natürlich spielt es eine große Rolle. Es ist ja auch, also ich sag mal so, wenn man sich einen Staubsauger kauft oder sowas, ist es ja auch so viel Ärger geworden, dass die Bewertungen so eine große Rolle spielen und es beim Büchern durchaus auch so, weil es ist halt immer die Frage, wie soll man sich orientieren? Und es gibt halt unterschiedliche Varianten. Entweder man hat Freunde oder Buchhändler, die einem so kennen, dass sie einem gute Ratschläge geben. Und natürlich ist es so, dass dann auch die Empfehlungen, die man im Netz lesen kann, einfach und auch insbesondere im besten Falle, wenn es mehrere sind, dass man so ein breiteres Bild bekommt, einem natürlich weiterhelfen können. Das ist wohl ganz klar. Aber umgekehrt natürlich ist es so, dass dadurch auch Vorurteile entstehen. Und das ist selbstverständlich auch so. Das ist immer das Schwierige. Liest du Rezension vor oder nach dem Lesen des Buches? Also wenn du dir jetzt ein Buch so gedanklich auf die Wunschliste packst, liest du dann schon die Rezension oder? Nee, also klassischerweise entscheide ich mich ja schon vor Erscheinen eines Buches üblicherweise, ob ich es lesen möchte oder nicht. Ja, es ist ja so, es tut mir leid. Und dementsprechend, und ich bin auch jemand, der gar nicht so viele Rezensionen liest, weil in den seltensten Fällen erlebe ich so, dass ich wirklich einen Mehrwert für mich dadurch bekomme. Also es gibt manche Rezensionen, dann habe ich wirklich irgendwie was mitgenommen daraus, aber es ist wirklich so, dass ich eher selten das Gefühl habe, dass mir das wirklich was gebracht hat. Okay. Und dann hat man mehr Zeit, um anderes zu lesen. Ja, das stimmt. Also ich mache das ganz gerne bei Büchern, die ich entweder abbreche, um so ein Gefühl zu bekommen, bin ich jetzt die Einzige, die das total merkwürdig fand. Also kann auch manchmal auch einfach falscher Ort, falscher Zeit oder so gewesen sein. Ja. Oder halt bei Büchern, die mich total flashen und ich mir so denke, ist das jetzt echt so geil oder bildest du dir das irgendwie nur ein? Und oftmals bilde ich es mir dann wahrscheinlich wirklich nur ein. Weil ich manche Bücher habe und cool finde, wo andere dann wirklich zum Teil abbrechen und halt auch umgekehrt der Fall, na, ganz klar. Aber gerade bei Büchern, die ich irgendwie so semi finde, wo ich dann so ab der Hälfte mal denke, guck mal, was da andere darüber sagten. Und dann auch so, jetzt letztens habe ich ein Buch auch nach einem Drittel abgebrochen und lese dann die Rezension und dann kommt irgendwie, so, ab der Hälfte wird spannend. Und ich denke mir so, Also wenn ein Buch so Seiten braucht, um spannend zu werden, dann bin ich halt auch raus, ne? Also ja, klar. Durchaus nicht sowieso. Also du brichst Bücher auch ab. Ja. Ja, die ganze Zeit. Ganz viel. Also. Gott, das war traurig. Nein. Also es ist halt so, dass ich ich habe im Grunde unterschiedliche Lesarten letztlich, ob ich für mich selber lese oder ob ich für die Arbeit lese. Weil für die Arbeit lese ich halt vieles an und gucke einfach mal rein, ob sozusagen das halten könnte, was es verspricht für die Kunden sozusagen. Und dementsprechend, da ist es so, dass ich unheimlich viel einfach nur anteaser und gucke, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn? Und wenn ich dann für mich selber lese, ist das halt dann auch wieder was ganz anderes irgendwie. Da lese ich mit einer anderen Muse oder einem anderen Spaß. Ja. Und wahrscheinlich auch andere Literatur, als die für den Laden. Ja, also die versuche ich im Laden trotzdem zu verkaufen, was auch leidlich funktioniert. Aber natürlich ist das auch so, dass das, natürlich ist mein persönlicher Geschmack jetzt nicht unbedingt ein großer Mainstream-Marketing-Marktgeschmack. Schlicht und einfach. Muss man auch ganz klar sagen. Aber passt jetzt auch so das nächste Thema, dass halt oftmals nur die Innenbücher Leute sammeln und viele Perlen dann dadurch gar keine Chance haben, irgendwie verkauft zu werden, weil sie nicht so gehypt werden. Ja. Ich meine, Stephen King verkauft sich halt ganz ohne irgendwas, ne? Also. Richtig, genau. Und ich persönlich, also mir macht es auch Spaß und das ist halt das, was man auch machen kann als Buchhändler, zu schauen, wo ist was, was irgendwie was Besonderes ist, was man aber trotzdem eigentlich gut verkauft kriegen kann und wo man dann eigentlich
es nur gut empfehlen muss und dann können das auch viele Leute lesen. Das ist, also mir fällt da gerade so ein Buch ein, das gibt's momentan auch lieferbar bei Wagenbach. Das kennt im Grunde kaum jemand, aber wir am Steinweg versuchen es immer schön zu verkaufen und das klappt auch ganz gut. Von Arnold Bennett, Hotel Grand Babylon. Eine ganz, ganz charmante, amüsante, kluge Geschichte, die in den 20ern geschrieben worden ist. Die Geschichte von einem amerikanischen Millionär, der mit seiner Tochter nach London ins Hotel Grand Babylon kommt, das erste Hotel am Platz. Und die Tochter hat Geburtstag und er fragt sie, was möchtest du denn gern zum Geburtstag haben? Und sie sagt, Steak. Und dann bestellt er ein Steak und der Maître d' sagt natürlich, also im Hotel Grand Babylon gibt es doch kein Steak, also bitte. Und das geht dann so weiter, bis dann irgendwann der Amerikaner sagt, ja gut, dann kaufe ich halt den Schuppen. Und dann kauft er das Hotel und dann entspinnt sich so eine ganz charmante, schöne Krimi-Geschichte. Und das ist ein Buch, das kennt eigentlich niemand, aber ne, schon allein, wenn man die Geschichte nur erzählt, merkt man, oh, das ist doch was total Nettes. Und das ist auch so, das macht einfach unheimlich viel Spaß, das zu lesen und es ist klug und es ist witzig und es tut aber auch niemandem weh in dem Sinne. Und von daher, sowas zu finden, macht besonders viel Spaß. Habe ich auch aufgeschrieben. Sehr gut. Ja, das ist ja hier gut. Wenn schon die Technik versagt, dann müssen jetzt zumindest gute Bücher. Richtig, genau. Machst du das mit der Hand oder schreibst du es elektronisch auf? Ich habe einen kleinen Bleistift. Ich wollte nur fragen. Chronik steht ja da, mit der ich Notizen machen könnte. Also, das Handy. Ja, natürlich, das stimmt. Es hat vorher noch jemand geschrieben, dass sie keine Bücher abbricht, weil das ihre Leseliste zerstört. Das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Das habe ich auch gelesen und habe mich gefragt. Also bei mir zählen abgebrochene Bücher trotzdem als gelesen, weil ich habe sie ja gelesen. Also. Ja, das also, stimmt. Ich mache da gar keine Notizen oder sowas, deshalb ist es mir auch egal in dem Sinne. Und wenn ich in einem Monat nur ein dickes Buch lese, dann habe ich halt nur ein dickes Buch gelesen, sollte das mal passieren. Um dann das vergleichen zu können. Wie bitte? Ich zähle auch noch die Seiten, um es vergleichbarer zu machen. Ach, um Gottes Willen. Ich mache überhaupt gar keine Notizen. Ich lese halt einfach. Ja, also dann stünde ich am Monatsende da. Ja, ich habe irgendwie was gelesen. Ich erinnere mich nicht. Ja, ja, ich habe ja auch keinen YouTube-Kanal. Aber ich fände das sehr charmant. Solange du keine Hangouts machen möchtest, kann ich dich auch in der Technik unterstützen. Ja, genau, keine Hangouts. Ich bin zum Ende durchgezogen. Oh. Quälst du dich dann auch zum Ende? Oh je. Ja. Hallo, Annemie. Hallo, Annemie. Ja. Nee. Nein, also ich bin richtig gut im Abbrechen von Büchern, das kann ich echt bescheinigen, da bin ich echt richtig gut. Ja, ich auch, mittlerweile. Und ich bin vielleicht auch manchmal echt richtig ungerecht zu Autoren. Das muss letztlich muss man einfach auch ganz ehrlich zugeben. Es tut mir auch leid, weil da steckt unheimlich viel Arbeit drin, das weiß ich ja auch, aber umgekehrt, wenn es mich nicht berührt, dann berührt es mich halt einfach nicht, schlicht und einfach, nicht mehr und nicht weniger. Mir wäre auch meine Lebenszeit einfach zu schade, so ein Buch da weiterzulesen, wenn ich einfach denke, ich könnte jetzt in den 2 Stunden heute Abend aber auch noch ein cooles Buch lesen. Ne? Also ganz genau. Das wäre mir auch viel, viel zu schade. Hast du Vorurteile grundsätzlich Autoren schon also gegenüber? Also gibt es Autoren, wo du sagst, da weiß ich schon, wenn ich dazu greife, dass es mir nicht gefällt? Ja, natürlich gibt's das auch, ja, ja. Also es geht bei mir sogar so weit, dass es manche Übersetzer gibt, die ich gar nicht gerne lese. Gut. Und ja. Ich habe schon von richtig. Stephen King gehört, dass der so schrecklich übersetzt sein soll. Von wem? Das neue Stephen King Buch. Also die anderen Kings schon. Und da wird jetzt immer mal Screenshots mit oh, Komma, da, wo sie und solche Übersetzungen, wo schon gesagt wird, auch der ist wohl Schwabe oder also der Autor irgendwas passt mit dem, nicht mit dem Übersetzer. Ja, 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 genau. Und das ist so, also von daher, ich habe ganz klar schlimme Vorurteile. Das ist ganz klar und ist nicht höflich, aber man muss aber halt gucken. Ja, auch nicht, ne? Also, richtig, ist ja nicht genau. Gewöhnt, alle Autoren da stünden, von denen ich Bücher abgebrochen habe. Wobei, es wäre auch eine Taktik, ne?
Ein YouTube-Kanal über Bücher, die man abgebrochen hat. Damit der Autor vorbeikommt, um darüber zu sprechen. Also richtig, und irgendwie es noch zu retten. Ja, okay, wäre auch mein Plan. Ja, nachdem ich im Chat gesehen habe, dass ja Jasmin da ist und unter anderem jetzt auch Laura Newman, wäre auch mal meine Frage, Self-Publisher-Autoren, wie stehst du da so zu? Jetzt darfst du natürlich nichts Negatives sagen, aber nimmst du die wahr? Oder? Es ist eine schwierige Angelegenheit, schlicht und einfach. Also, weil es gibt halt einfach unglaublich viele Self-Publisher-Autoren, schlicht und einfach. Und da dann rauszufiltern, was gut ist und was nicht gut ist, ist halt, dafür fehlt dann einfach die Zeit, schlicht und einfach, wenn man ganz ehrlich ist. Und dementsprechend muss man... Wie bitte? So, ja, mach du es fertig. Was hast du? Da fehlt einfach die Zeit, weil das ist halt echt... halt unheimlich aufwendig, weil man muss sozusagen den normalen Einkauf machen von normalen Sachen und auf der anderen Seite ist es halt so, dann muss man, ja Laura und ich sind gut. Das ist immer genau das, was man hören möchte. Weil, nein, also das ist jetzt auch gar nicht so böse gemeint, aber natürlich jeder, also vielleicht seid ihr wirklich richtig gut, das will ich nicht bezweifeln. Und es ist aber auch so, man hat dann immer wieder Gespräche mit Self-Publisher-Autoren, die daherkommen und natürlich ihr Buch lieben, weil sie haben Zeit dafür investiert und haben es wirklich richtig gerne gemacht und es bedeutet ihnen viel und es ist alles vollkommen verständlich. Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was man persönlich toll findet oder persönlich unglaublich großartig findet und dem, was auch im Markt eine Relevanz haben kann. Und das ist halt, sind an der Stelle einfach zwei sehr, sehr unterschiedliche Baustellen, weil es ist ja auch so, es gibt ganz viele ganz tolle Bücher, die sich aber trotzdem, die in renommierten Verlagen erschienen sind, die sich trotzdem schlecht verkaufen. Einfach weil, also da gibt es eine Form von Esoterik des Marktes oder was auch immer. Und es hat halt einfach gerade nicht in den Markt gepasst. Und das sind halt einfach zwei unterschiedliche Baustellen zwischen dem, was ein Text ist, wie ein Text verpackt ist und wie ein Text in einem momentanen Markt passt. Und das ist ein sehr komplexes Gebilde und das kann man nicht einfach nur sozusagen, also das lässt sich nicht ganz einfach entschlüsseln, um es mal so zu sagen. Und dementsprechend bin ich... Das ja. Schwer ist, oder? Also ich meine, selbst bei Verlags, es ist ja nicht nur... Absolut. Schon schwer, sondern das ist bei allen so. Verlagsautoren dann eigentlich schon schwierig. Ich meine, klar hat da jemand vielleicht mit einem anderen, neutraleren Blick schon mal einen Blick drauf geworfen, diese Literatur, und hat beschlossen, die ist so gut, dass sie zumindest irgendwie in unseren Verlag passt, was ja beim Self-Publisher nicht unbedingt der Fall ist, wobei manche Agenturen und irgendwie sowas dann doch mal in Richtung Verlag kommen, aber theoretisch ist es immer schwierig, glaube ich, als neuer Autor, ganz egal, ob über den... Absolut. Ja. Also und es ist halt wirklich, dass bei den Verlagen, sage ich mal so, haben wir zumindest die Situation, dass jemand drüber geguckt hat, aber umgekehrt gibt es bestimmt genug Verlagsleute, die über mich schimpfen würden, weil ich immer so viel über deren Bücher schimpfe. Dementsprechend ist es da nicht anders als bei Self-Publishern, weil das ist halt, es ist halt schwierig und man kann dem halt dann auch als Buchhändler nur sehr, sehr schwer gerecht werden, weil bei mir ist es halt so, dass ich die Woche 4 bis 5 Anrufe von irgendwelchen Leuten habe, die alle mir erzählen, wie toll und großartig ihre eigenen Bücher sind. Und das ist halt ja für mich mittlerweile zu einem großen Zeitfaktor geworden, schlicht und einfach. Wobei ich jetzt Kerstin natürlich zustimmen muss, sie hat ja die liebe Jackie Fellgut in eurem Buchhandel gebracht. Und das war wirklich was, wo ich dachte, ja, ist richtig toll, eine richtig coole, tolle Liebesromanautorin, einfach um das Genre so ein bisschen einzugrenzen, liegt da mal in der Buchhandlung, die es absolut verdient hat, dass sie da lag, meines Erachtens zumindest. Und das fand ich schon richtig. Also, würde ich jetzt fast gern kurz die Kerstin fragen, wie viel wir davon verkauft haben. Die Frage stellen, wie viel hattet ihr überhaupt bestellt? Wenn natürlich nur 5 bestellt waren, dann können ja auch keine 100 verkauft werden. Das ist grundsätzlich richtig, aber man bestellt nie 100 von irgendwas, wenn man nur ins Blaue reinbestellt. Was? Aber Fitzek schon, oder? Fitzek schon, ja genau. Das ist halt doch ein bisschen
hat einen größeren Marktwert sozusagen. Also es ist halt, letztlich ist Buchhandel auf eine andere Art und Weise nichts anderes als eine Art von Börsenhandel. Und unterschiedliche Titel haben halt einen unterschiedlichen Marktwert, schlicht und einfach. Und dementsprechend ist es, es ist halt einfach eine schwierige Sache. Oh. Buch im Hugendubel steht übrigens in der neuen Ausgabe von der Self-Publisher. Geht an die liebe Kerstin. Den Artikel hat Jasmin selbst geschrieben. Wunderbar. Nein, es ist also, wie gesagt, wir probieren immer gerne mal was aus. Und wenn Leute ordentlich auf mich zukommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das kommt halt auch immer drauf an. Also man hat da die unterschiedlichsten Erlebnisse mit Self-Publishern, wie die auch auf einen zukommen, schlicht und einfach. Weil wenn jemand daherkommt und mir halt erzählen will, was für ein Volltrottel ich bin, dann ist es nicht unbedingt wahrscheinlich, dass ich dann gut gelaunt darauf reagieren werde, um es mal so zu sagen. Und das ist bei Self-Publishern, aber auch natürlich bei Verlagen so, schlicht und einfach. Ja, aber das hast du selbst als Booktuber, wenn du Anfragen bekommst, und die bekommst du halt doch sehr häufig von Self-Publishern. Natürlich. Und wenn sich dann halt einer nicht mal Mühe macht, deinen Vornamen rauszufinden, und dann nur, hallo Booktuber, hallo Lady of the Books, und denken sie so, also, ja, und wenn dann dir halt irgendwie noch, keine Ahnung, Dark Romance angeboten wird, und du denkst dir, wann habe ich denn das jemals gelesen, oder, also, wie kommst du da drauf, also, ja, also dann hast du manchmal das Gefühl, oh, ich will eigentlich gar nicht drauf antworten, ne, also das, Kerstin schreibt gerade, während der Aktion sind alle Fellguts verkauft worden, die ihr da hattet. Ah, alle fünf. hier schreibt, ich denke, man kann schon behaupten, dass 8 von 10 Self-Publishing keine sonderlich guten Werke abliefen. Gebe ich Laura recht. Was? Das ist Laura Newman, auch eine Self-Publisherin, der gebe ich recht. Richtig, genau. Und das ist halt, wenn man sich dann überlegt, man hat 5 Anrufe die Woche, dann hat man in 2 Wochen im besten Falle 2 Titel, die einen interessieren könnte. Und nebenher hat man halt noch einen ganzen anderen Schrumpf, den man macht. Und da ist es halt schwierig, muss man so sagen. Du Schelm, schreibt Kerstin. Großartig. Was denn, Kerstin? Das ist halt an der Stelle, ist halt unser Job, Bücher zu verkaufen. Das ist halt das, was wir eigentlich machen sollen. Und von daher. So, jetzt kommen wir aber nochmal zum Deutschen Buchpreis, weswegen wir eigentlich auch heute hier sitzen. Welche Bedeutung, denkst du, hat der Buchpreis für den Buchmarkt? Also, ich hatte es vorhin schon gesagt, üblicherweise wird der Buchpreis der Buchpreisträger ein Bestseller. Das heißt, das ist schon eine ökonomische Relevanz, schlicht und einfach. Das ist schon so, dass man dann sagen muss, also in die Top 15 der Spiegel-Bestsellerliste kommt das üblicherweise schon. Und das ist natürlich was, was für den gesamten Buchhandlung wirklich eine ökonomische Relevanz hat. Das ist das eine, nur dass das eine Buch sozusagen sich gut verkauft, aber das andere ist halt auch das Lesen und die Schönheit des Lesens irgendwie unter die Leute zu bekommen, ist halt einfach auch ein großer Teil dessen, weil ja, so wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, so, dass wir hier schon allein drüber sprechen, ganz viele andere Menschen sprechen über die Longlist und über die Shortlist und schimpfen, was alles nicht drauf ist und was drauf gehört sollte. Aber viele freuen sich auch, was alles drauf ist. Und also von daher, man hat alles in alle Richtungen und grundsätzlich diskutieren die Menschen einfach über Bücher. Und das ist eigentlich das Schönste, was man damit erreichen kann. Und es hält das Thema Buch schlicht und einfach lebendig, und das ist, das finde ich halt das Schöne am Buchpreis. Merkt ihr da im Buchhandel auch einen Unterschied? Also weil jetzt der Buchpreis irgendwie in aller Munde ist, dass dann mehr Leute da sind, jetzt mal abgesehen davon, ob sie sich was von der Longlist mitnehmen oder dann doch zu einem ganz anderen Buch greifen, aber merkt man, dass mehr Menschen erstmal da sind und sich umschauen? Und vielleicht sogar dann noch mehr kaufen oder
mehr Menschen kaufen? Ja, also man merkt schon, dass Leute einfach sich interessieren. Das war also dieses Jahr, als die Longlist verkündet worden ist, die ist ja um 10 Uhr verkündet worden und dann ist es wirklich schon so, dass um 11 Uhr schon Leute da stehen und gucken, was habt ihr denn alles da und sich dann davon auch irgendwelche Sachen direkt mitnehmen. Also das ist, man merkt das schon auch ökonomisch. Natürlich noch nicht so sehr bei der Longlist. Bei der Shortlist wird es dann so, dass man es mehr merkt, natürlich, weil die Longlist, das sind halt 20 Titel, das macht viele Leute dann doch eine überfordert die dann trotzdem ein bisschen zu sehr, was ja vollkommen in Ordnung ist. Einfach, man weiß nicht so richtig. Und dann kommt die Shortlist und da fängt dann sozusagen der ganze deutsche Buchhandel an zu merken, dass da ein bisschen was passiert. Und wenn dann der Preisträger kommt, da ist es dann halt so, dass es dann wirklich Bestseller verdächtig sozusagen. Also nicht nur verdächtig, sondern mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit wird es ein Bestseller werden. Und der Verantwortung ist man sich in der Jury dann auch schon bewusst? Also ich denke schon. Nein, ist man. Also es ist wirklich so. Ich meine, letztlich auf eine gewisse Art und Weise verändert man die Leben von Menschen. Also es ist schon... Also ich meine, jemand, der diesen Preis kriegt, für den wird das Leben schon anders werden, schlicht und einfach. Also allein den Medienrummel, den er dann die ersten paar Wochen damit machen muss, das ist der Wahnsinn. Und letztlich auch der Druck, der auf so eine Person dann lastet, dann für das nächste Buch und sowas, das ist schon was, das ist echt nicht ohne. Also, und von daher, also als Jury sind wir uns dessen echt bewusst, dass wir da einfach schon was verändern im Leben von Menschen. Auch die Longlist-Leute sozusagen, schon allein auf der Longlist zu sein, bedeutet ja auch irgendwie was. Und von daher, man verändert was. Ja, Laura sagt gerade, ich finde es sowieso fantastisch, dass Bücher in unserer schnelllebigen digitalen Welt noch immer einen so hohen Stellenwert haben. Allerdings, da hat sie recht, die Laura. Ja, finde ich auch. Du hast vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie du Juror geworden bist. Hast du gewusst, auf was du dich einlässt, bevor du es geworden bist? Sagen wir es mal so, ich habe mit jemandem schon gesprochen, der auch Juror war. Dementsprechend hatte ich schon durchaus eine Ahnung davon. Also ich meine, es ist natürlich anders, als man sich vorher vorstellt, natürlich. Aber jetzt koppelt es wieder ruck. Hast du wieder? Nee, komisch. Okay. Natürlich ist es anders, aber natürlich war mir klar, dass ich so viel lesen würde, wie ich wahrscheinlich vorher noch nie gelesen habe und wahrscheinlich auch nachher nie wieder lesen werde. Aber von daher, im Grunde wusste ich schon in etwa, auf was ich mich einlasse. Also du wusstest, was du 2019 dann tust. Richtig, genau so ist es. Das war schon klar, dass ich nicht viel Zeit für andere Sachen habe und dementsprechend das eine große Konzentration einfach sein wird. Schon verrückt. Wirst du danach in ein tiefes Loch fallen, im Sinne von, oh, ich habe jetzt gar keine Aufgabe mehr, der Preis ist vergeben, so à la Frodo am Schicksalsberg, die Bürde ist von mir genommen und... weißt du noch nicht. Also, ob es mir geht wie Frodo, weiß ich noch nicht, aber natürlich ist es so, dass das was ist, was im Augenblick, also ich merke ja jetzt schon den Unterschied zu nur noch in Anführungszeichen Shortlist lesen zu vorher der Zeit. Es ist sowas, das hat natürlich jede Sekunde des Tages auf eine gewisse Art ausgefüllt, schlicht und einfach, weil man wusste immer, man kann halt immer einfach lesen, das ist auf jeden Fall das Richtige, was man dann tut. Natürlich werde ich auch die Zeit vermissen und ich glaube nicht, dass es ein schlimm tiefes Loch wird, in das ich fallen werde, das hoffe ich zumindest. Aber natürlich ist es trotzdem sowas, dass das ist auch dieses Zusammensein mit den Kollegen von der Jury, weil ich meine, man hat über Monate lang unheimlich viele Mails ausgetauscht und unheimlich viel sich über den wo wir alle sozusagen gerade diesen Lebensinhalt hatten, da haben wir uns halt andauernd ausgetauscht und das ist schon was anderes, wenn wir das nicht mehr tun und dementsprechend
wird das Leben dann auch wieder anders? Ich glaube, ich werde es schaffen. Aber natürlich wird es anders. Und natürlich bin ich dann auch ein bisschen traurig, wenn es vorbei ist. Dann wird es richtig langweilig in deinem Leben sozusagen. Also. Ja, selbstverständlich. Ich weiß, werde nicht wissen. Du als Mensch. Ja. Genau, vielleicht mache ich einen YouTube-Kanal mit abgebrochenen Büchern. Immer gerne. Also können wir einmal so einen Monat machen wir dann so einen Hangout und sprechen über alle Bücher, die wir abgebrochen haben. Das ist so Positives, was wir da verbrannt. Genau, so machen wir es. Werden sich fürchten vor unserer literarischen Instagram-Hangout-Kombination. Ganz genau, so ist es. Ja, auf was freust du dich dieses Jahr noch lesetechnisch? Oder auf was, du hast vorhin schon so ein paar Bücher gezeigt. Ja, genau, auf die freue ich mich. Und mir ist noch eine Sache eingefallen, auf die freue ich mich total, weil das ist eine der fünf Lieblingsromane von mir. Wenn ich fünf Lieblingsromane nennen müsste, wäre dieser Roman dabei und von dem ist eine neue Übersetzung schon erschienen, wo ich schon seit 15 Jahren mit einem Kollegen Verlage anhaue, dass die doch endlich eine Neuübersetzung machen. Jetzt endlich haben zwei Verlage unser Flehen erhört. Denn diese Autorin wäre dieses Jahr 200 Jahre alt geworden. Bei DTV ist es schon erschienen von George Eliot, Middlemarch, übersetzt von, habe ich vergessen, wie die Person heißt. Ich habe nur kurz reingeschaut. Ich freue mich ganz ehrlich noch mehr auf die Ausgabe bei Rowohlt, die von Melanie Walz übersetzt sein wird. Eine sensationelle Übersetzerin. Middlemarch ist ein ganz, 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 ganz großartiges Buch, das im Grunde eine Studie eines Dorfes, eines fiktiven Dorfes in England ist und unglaublich spannend, aber gleichzeitig sämtliche Stände durcharbeiten. Das Buch, ein großes Gesellschaftspanorama und unglaublich spannend zu lesen und unheimlich klug komponiert von einer Frau, die es als Mann veröffentlichen musste. Deshalb George Eliot, aber es ist eine Frau, die es geschrieben hat und ist für mich eins der absolut besten Bücher der Weltliteratur. Okay, und jetzt die vier anderen auf deiner Top-5-Liste? Oh, verdammte Hacke. Ja. Da würde zugehören von Philip Roth, Der menschliche Makel. Da würde dazugehören für mich, das ist auch was, das ist für niemanden so, sonst so sehr wie für mich, von Thomas Tranströmer, Die Erinnerungen sehen mich. Das sind die Erinnerungen eines schwedischen Lyrikers. Dann würde drauf, darf Anthony Powell mit 12 Bänden draufstehen? Ja, klar. Der würde draufstehen. Und dann, wie viel habe ich? 4, glaube ich, oder? Wie du möchtest. Ist schon 15, weil das sind ja 12 Bände, aber. Ja, genau, richtig, ja, genau. Und ansonsten würde wahrscheinlich trotzdem, warum nicht Tolstoi zum Beispiel, Anna Karenina? Ja. Warum denn nicht? War. Ja. Ja. ja, Laura findet Den menschlichen Makler auch gut. Ja, ja, ist großartig. Finde ich auch. Ja, fand ich auch. Auch so eins, was ich zumindest kenne von deiner Liste. Siehst du mal. Ja, ich weiß, ich habe einen etwas spezielleren Geschmack. Zugegebenermaßen. Ja. Aber ja, nicht verkehrt. Also, ich habe schon 4 Titel hier aufgeschrieben. Also, gesagt, oh, hat Björn gesagt. Und wie, es ist ein Buch, das ich abbrechen muss. Dann kommt es in diesen anderen YouTube-Kanal. Dann weißt du, okay, immer hörst du jetzt schon die Audio sozusagen in den Ohren. Genau. Ich habe noch so als letzte Frage ja so aufgeschrieben, welche Bücher werden in den nächsten Wochen sozusagen auch im Buchhandel mit großer Freude erwartet? Da du ja schon hier so, also gar nicht die, auf die du dich freust, sondern auf die du dich als Buchhändler freust, weil du weißt, dass sie gut verkauft werden, vielleicht. Oh, ich bin gerade komplett im Urlaub und deshalb bin ich an der Stelle. Aber du hast doch bestimmt schon die Bücher für Oktober, November bestellt. Oktober, November sogar nicht, fällt mir gerade auf. Also da kann ich mich jetzt gut rausreden. Ja, genau.
Ich habe nur bis inklusive September. Genau, Edgewood wäre das, was ich jetzt auch denken würde. Aber das ist ja schon da. Die Ökonomie, da muss, bin ich gerade echt raus. Es tut mir leid, ich bin voll inkompetent. Vorbereitet. Ja, richtig schlecht vorbereitet, dass ich ökonomische Vorhersagen treffen müsste. Damit habe ich nicht gerechnet. Ist aber gar nicht schlimm. Also ich sagte, dass ich mich auf den neuen Fitzek freue. Ja, das ist ja jedes Jahr das Gleiche. Also das meine ich gar nicht böse, ökonomisch. Ich lese den halt nicht, ich lese keine Krimis. Deshalb ökonomisch. Wie bitte? Das ist ein Thriller, kein Krimi, weil ich lese eigentlich keine Krimis. Ja, noch schlimmer. Ja, aber die Unterscheidung muss sein. Ja, es tut mir leid. Ich möchte mich nicht so lange mit so schlimmen Dingen beschäftigen, ehrlich gesagt. Deshalb, ich gucke sowas mal im Fernsehen, aber ansonsten eher nicht. Okay. Und Fitzek ist halt so eine ökonomische Standardgröße, um es mal so zu sagen. Der wird wunderbar vorab in der Bild abgedruckt und den kann man dann wunderbar einfach durchwinken und wunderbar verkaufen. Und das ist toll und ich bin Fitzek total dankbar und ich finde ihn total witzig und klug und schön. Und humorvoll. Ja, auf jeden Fall. Trennung lebend, also. Wie bitte? Auch noch in Trennung lebend. Das macht ja jetzt. Richtig, ja, genau. Raumfeld, das steigt jetzt an. Richtig, genau. Nein, also von daher, ich finde ich super, aber. Okay, ja. Beim Krimi ist schon alles passiert, die Leiche liegt da, gell? Ja, Jasmin, okay. Das wird nun Kinderbuch geschrieben. Ich hoffe, dass Fitzek ist die Cola des Buchhandels. Ja, das hast du schön geschrieben. Ja. Das ist halt so. Ich meine, da muss man nicht wirklich viel machen. Also das ist ja auch toll. Also ich meine, wenn wir sowas nicht hätten, dann wäre es ganz, ganz schlimm. Also der Spaß ist halt wirklich im Finden von Sachen, die man gut verkaufen kann, aber die trotzdem... das weiß ich nicht. Ich habe es ja nie eingelesen. Fitzek, wie überbewertet ist. Der Spaß ist halt, was zu finden, was man sozusagen noch nicht vorher auf dem Schirm hat. Und das ist was, das mache ich am liebsten im Tagesgeschäft und deshalb habe ich das jetzt irgendwie gerade gar nicht so auf dem Schirm. Meine letzte schöne Sache, die ich sozusagen bei uns schön groß gemacht habe, war von Adorno seine Rede über Rechtsradikalismus. Wo man denken würde, das kann man doch nicht verkaufen, aber wir haben es sehr, sehr offensiv bei uns im Laden präsentiert und haben dann eine gigantische Menge davon verkauft und das macht halt richtig Spaß, wenn man sowas dann machen kann. Und mal ein ganz anderes Thema, was eigentlich gar nicht so vermeintlich massentauglich ist. Richtig, genau so ist es. Wie viele so Perlen hat man in seinem Leben als Buchhändler? Wie viel was? Also wie viel von dieser Art Perlen hat man als Buchhändler da so in seinem Leben? Passiert also das so jährlich? Also so richtig große Perlen kann man hoffen, dass man jedes halbe Jahr vielleicht eine wirklich große Perle hat. Das ist zumindest mein gewünschter Anspruch an mich. Aber das kann auch mal, also manchmal gibt es auch bessere Zeiten. Dann findet man irgendwie 2, 3 auf einmal und manchmal findet man wochenlang oder monatelang gar nichts. Also von daher ist das sozusagen, ja genau, ist das halt, muss man einfach immer mal gucken. Ja. Oder geht das pauschal nicht? Was war die Frage vorher? War, kann man sagen, in welchen Genre am meisten verkauft wird, genau. Also Jugendbuch, Fantasy, Thriller, etc. Nee, kann man so pauschal nicht sagen, ehrlich gesagt, weil... das oftmals auch in Wellen, ehrlich gesagt, geht. Also wenn im Fantasy-Bereich irgendwas wirklich, wirklich Wichtiges gerade erscheint, dann zieht es oftmals andere Sachen auch nochmal mit, beispielsweise. Umgekehrt in anderen Bereichen natürlich auch. Und dementsprechend ist es so, dass das alles im Wandel schlicht und einfach ist und eigentlich hin und her geht, sozusagen. Und man einfach... ganz blödes sagen muss, man muss halt gucken, was passiert. Okay. Ja, ich glaube, man hat es wahrscheinlich auch gar nicht so in der Hand, oder? Also manchmal ganz passieren ganz Dinge, also ich glaube, früher hat an Harry Potter auch keiner gedacht, dass das mal
20 Jahre das später noch ist und ne, also. Ganz genau, das hat ja 3 Bände gedauert, bis es überhaupt so groß geworden ist. Und dementsprechend, also bei Band 1, der ist ja so oft abgelehnt worden von Verlagen und dementsprechend, ja. Also man steckt nie so richtig drin und das ist das, was ich vorhin auch schon meinte. Die Marktmechanismen sind einfach wirklich so komplex und da muss man immer gucken. Und nur weil, also Fitzek als Cola des Buchhandels, finde ich eine super Geschichte. Aber es ist halt, es gibt nur so ein paar solcher Sachen, wo Cola oder Tempo oder sowas draufsteht. Und das ist das, wo wir immer dankbar für sein dürfen. Aber es gibt ganz, ganz viel immer ganz neue Produkte oder neue Bücher, wo man sagen muss, funktioniert das jetzt oder funktioniert das nicht? Und da muss man halt seinem Instinkt trauen, im besten Falle. Ja. Aber das hat man ja auch als Leser. Also ganz genau so ist es. Man will ja was Neues finden, aber irgendwie nicht zu komisch neu und dementsprechend ist ja der Reiz des Ganzen. Genau. Und wenn man dann sich mal so ganz auch, wie jetzt auch mit Kintsugi, da einfach mal sagt, okay, man liest jetzt mal was, was vermeintlich ja gar nicht zu einem passt und hat ja dann so eine kleine Perle zumindest irgendwie gefunden, dann ist das auch mal wieder schön. Dann hat sich's gelohnt. Richtig, genau. Richtig. Zumindest mal 1 von 20 sozusagen. Ich bin sehr gespannt auf die Shortlist. Ja, genau, Dienstag. Wenn man bei Büchern dann tatsächlich drauf geschafft hat. Vielleicht, wer weiß, habe ich da einen guten Riecher oder wahrscheinlich nicht, aber. Hast du schon Tipps abgegeben? Ja, halt, ja, ich habe ja so, was ich vorhin so gesagt habe, was so vielleicht noch gelesen wird. Also Landwand und großer Garten und wo wir waren und der Sommer meiner Mutter. Das sind so vielleicht Bücher. Und auch das flüssige Land. Das ist ja, glaube ich, sogar für den österreichischen Buchpreis. Das ist richtig, ja, genau. Also von daher, das wäre ja mal noch, wenn so zwei Länder das irgendwie spannend finden oder zwei unterschiedliche Jurys das irgendwie, wobei, ja, weiß ich auch nicht, inwiefern sich die einig von dem anderen haben irgendwie das abgeschrieben. Ich glaube, die Edelbauer ist auch für den Wilhelm Raabe-Preis nominiert, wenn ich mich recht erinnere. Also von daher, oder ist sie nicht? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich meine, sie ist öfter nominiert. Okay. Ja, genau. Und auch Self-Publisher haben super Ideen. Immer. Ich weiß es. Ja. Ja. Ich werde das Pferd mal noch nahelegen. Da kriegt jetzt mal ein paar Buchtipps von mir im Thema Self-Publishing. Ja. Ja. Lauras Bücher. Lauras Bücher ist Fantasy, oder was? Ja. Ja, ich weiß es ja nicht. Ich kenne ja Lauras Bücher nicht. Ja, und sie hat auch unter Pseudonym, unter Klaus Hammering, einen Thriller geschrieben. Sind halt alles meine Genres nicht, um es ganz ehrlich zu sein. Soll sie der Kerstin geben und dann soll die Kerstin mir was dazu schreiben. Ich kann mal mit Kerstin. Das kriegen wir hin. Wobei ich glaube, jetzt Laura an einem ganz anderen Genre sitzt, aber jetzt, jetzt geht es in die Liebesromane. Okay. Vielleicht eher was. Ja, genau, richtig. Auf jeden Fall eher was für mich. Ja, ich glaube, die nächste Stunde ist gefühlt wahrscheinlich schon demnächst irgendwie wieder um. Wenn jetzt noch Fragen sind, machen wir es jetzt einfach mal wie beim Hangout, einfach mal noch unten reinschreiben. Dann haben wir noch so ein paar Minütchen, bevor ich dich dann in deinen erholsamen Urlaub zurückschicke, indem du dann nochmal lesen darfst. Aber hast du dann auch Bücher doppelt gelesen? Ja, ich bin gerade dabei, Bücher dreifach gelesen zu haben. Okay, aber erinnert man, also weiß man nicht eigentlich? Ja, aber man will ja doch, man will ja doch es irgendwie genauer wissen, irgendwie. Also es ist halt so, dass jetzt hat man die Shortlist, also ich weiß ja die Shortlist schon und jetzt will ich halt dann auch irgendwie, also es bekommt immer wieder eine andere Dynamik, wenn es dann da anders steht sozusagen. Also verstehst du, was ich meine? Also in dem Moment, als auf einmal da die Longlist stand, dann haben sich die Bücher anders angefühlt als vorher, vor dem gar keine Longlist existiert hat. Und jetzt, wo eine Shortlist da steht, fühlen sie sich wieder anders an, weil man muss sie ja immer miteinander trotzdem vergleichen und dementsprechend muss man sich irgendwie nochmal anschauen, um zu verstehen, wie funktioniert der Vergleich jetzt. Aber hattest du bei den 200 Büchern oder von denen
40, die du dann wahrscheinlich komplett gelesen hast, einen Favoriten, der, also ich möchte jetzt gar nicht wissen, ob der bis jetzt so dabei ist, aber wo sich der Blick dann auch nochmal verändert hat, also wo du beim Lesen so dachtest, oh, das ist das coolste, beste Buch, was ich hier liegen habe, und dann hat es 3 Bücher, 4 Bücher, 10 Bücher gedauert, dann, naja, jetzt hinterfragt man das dann nochmal? Ja, man hinterfragt das die ganze Zeit alles. Oh, jetzt habe ich wieder eine Doppelung. Man hinterfragt das sowieso alles, und man hat ja so einen unglaublichen Leseprozess, weil man halt auch so viel liest. Und das Gemeine am Buchpreis ist ja, am Ende darf halt nur einer übrig bleiben. Und letztlich sind sie ja gar nicht wirklich vergleichbar, die Bücher. Und trotzdem musst du sie vergleichen. Und dementsprechend verändert sich das Bild auch. Also es ist ja auch so, manchmal hast du was gelesen und in dem Moment hast du gedacht, also du ja auch, hast du gedacht, oh, wie großartig. Und dann irgendwie so ein halbes Jahr später guckst du dir das Buch an und denkst, was war denn da los? Also kannst dich gar nicht mehr erinnern. Und so. Und ich meine, das ist ja jetzt ein Prozess, der von April an praktisch läuft und wo die ganze Zeit sich Eindrücke verändern, man kriegt alles Mögliche erzählt, und dementsprechend muss man da immer wieder gucken und immer wieder sein überlegen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn, was ich da denke. Und auch umgekehrt, also nicht nur von, ich habe das Buch total gefeiert und es entwickelt sich anders, sondern auch so ein Buch, wo du am Anfang dachtest, na ja, Ja, das gab's auch. Da gab's Sachen, wo ich ein vielleicht hatte und wo ich dann irgendwann nochmal auch in die Runde geschrieben habe und gesagt habe, hier, irgendwie geht mir das Buch nicht aus dem Kopf. Guckt euch das nochmal an. Und also von daher, sowas gab es in die Richtung auch auf jeden Fall. Okay, faszinierend. Cool. Ja, es war auch wirklich super, dass du dir heute so die Zeit für mich genommen hast und für uns. Gerne. Das technisch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, aber wir haben das ganz gut gemacht, ohne technische Kenntnisse hier. Ne? Ich denke, das war schon ganz okay. Hoffe ich zumindest. Dankeschön. Die Ewigkeit festgehalten, dafür sorge ich jetzt irgendwie noch, dass das irgendwie anders hinkommt und wir uns das dann auch nochmal angucken können, was wir hier verlabert haben. Hast du schon mal einen absoluten Widerwillen empfunden, wenn es darum ging, ein Buch zu lesen? Grundsätzlich natürlich, ja. Also im Regel habe ich das auch sozusagen dann gelassen, das zu lesen. Also von daher auf jeden Fall, natürlich. Punkt. Okay. Und Roman fragt, wie schafft man es sich dann auf den Preisträger festzulegen? Muss sowas einstimmig sein? Mit welcher Mehrheit oder werden Punkte verteilt? Also es ist so, dass wir alles immer durchdiskutiert haben und das werden wir beim Preisträger natürlich auch machen. Und irgendwann gibt es dann eventuell gibt es dann irgendwann auch die Abstimmung. Wenn wir uns nicht wirklich einstimmig auf was einigen können, dann wird es irgendwann eine Abstimmung geben müssen. Und dann wird man halt mit einer Mehrheit Buchpreisträger. Aber das weiß am Ende sowieso keiner. Aber von daher, wir haben sowieso nur Top-Bücher, deshalb ist es fast egal, wer den Preis bekommt. Sehr schön gesagt. Ja, das ist dann jetzt auch das Schlusswort, würde ich sagen. Es sind nur gute Bücher auf der Longlist. Also bei einem kann ich es auf jeden Fall schon bestätigen. Und mal sehen, was da noch so ein bisschen gelesen wird und wie ich das dann noch so sehe. Super, so machst du es. Ja. Wunderbar, ich danke dir. Als Zuschauern vielen Dank für den regen Austausch und dass wir so einen schönen gemeinsamen Abend hatten und Schere, Stein, Papier. Ja, so. Also zum Entscheid für den Buchpreis wahrscheinlich, meinst du? Ich hab gedacht, das ist irgend so ein cooler Instagram-Schlussdings irgendwie, was man dann so macht. Ich bin halt nicht in dieser modernen Welt so zu Hause. Danke, Björn, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön und auf bald. Danke, tschüss. Danke, tschüss.